Ich starte. Schön, dass Sie und ihr heute Abend hier seid. Mein Name ist Anita Starossa. Ich bin vom Medico International und freue mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, recht spontan zwei tolle Referentinnen zu gewinnen, um über die aktuelle Situation im Iran seit dem Ausbruch der Proteste vor knapp zwei Wochen gegen das Kopftuchgebot zu sprechen. Denn auch wir bei Medico verfolgen die Proteste seit der Tötung von Mahsa, ihr kurdischer Name ist Jina Amini, am 16. September sehr intensiv. Und obwohl inzwischen schon fast zwei Wochen vergangen sind, ebben diese Proteste nicht ab. Die Repression des iranischen Regimes ist gewalttätig, brutal. Kommt immer wieder zur Abschaltung des Internets und trotzdem dringen weiterhin starke Bilder von hauptsächlich Frauen, die sich auf den Straßen der selbstbewusst geben, zu uns durch. Es gibt zahlreiche internationale Solidaritätsbekundungen, es finden Kundgebungen hier in Deutschland statt, heute parallel leider auch zu dieser Veranstaltung in Frankfurt, aber auch in den angrenzenden Ländern, in den Ländern der Region gibt es Kundgebungen, Bezüge von Frauen auf die Proteste im Iran. Ich habe heute bei Twitter selbst noch kurze Videos gesehen aus Afghanistan, wo wenigstens 15 Minuten Frauen vor der iranischen Botschaft demonstriert haben, ihre Solidarität gezeigt haben, bis die Taliban diese Proteste dann zerschlagen haben. Der Auslöser für die Proteste im Iran war der Kopftuchzwang und ein Femizid. Es geht dieses Mal also wirklich explizit um Frauenrechte und das macht die Proteste besonders und lässt sie vielleicht auch einreihen, das können wir später diskutieren, in eine Reihe globaler und feministischer Kämpfe um Rechte. Und es ist doch auch schon längst mehr. Der Kopftuchzwang ist sowas wie die ID des iranischen Regimes, das sagte am Wochenende eine Korrespondentin im Weltspiegel. Sich gegen den Kopftuchzwang aufzulehnen, bedeutet aktuell eigentlich nicht weniger als die Systemfrage im Iran zu stellen. Und die stellen im Iran gerade Zehntausende. Männer haben sich solidarisiert, Alte und Junge. Es sind laizistische Proteste und genau, das ist schon eine historische, wir können schon jetzt von einem historischen Ereignis reden. Das iranische Regime hat die Proteste im Iran, das wissen wir alle, zuletzt die großen Proteste 2019, immer mit aller Härte und Brutalität zurückgeschlagen. Auch jetzt gibt es schon Tote, zahlreiche Inhaftierungen, da werden wir gleich noch drüber reden. Und irgendwie scheint es dieses Mal doch anders oder vielleicht ist es anders. Die Wut der Menschen ist einfach zu groß. Was das heißen kann und welche Strahlkraft diese Entwicklungen schon heute haben, genau das werden wir heute diskutieren. Ich freue mich besonders, dass Nina Khani bei uns ist. Sie ist iranische Autorin und Queer-Feministin, lebt in Berlin und publiziert über soziale Prozesse im Iran schon lange und steht in Kontakt mit verschiedenen Akteuren vor Ort. In den letzten zwei Wochen hast du zahlreiche Interviews gegeben, Artikel veröffentlicht, kriegst einen Anruf nach dem nächsten. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du es heute hier zu uns nach Frankfurt geschafft hast. Willkommen, Nina. Helin Lirik ist kurdische Aktivistin und freie Autorin aus Offenbach, kommt vom kurdischen Frauenbüro für Frieden und sie wird für uns die Ereignisse aus kurdischer Perspektive einordnen und über die Besonderheit der Proteste in West-Iran und Ost-Kurdistan sprechen, denn auch das kommt hier in der Berichterstattung oft zu kurz, dass es eine große Besonderheit auch ist, dass die kurdische Perspektive dieser Proteste. Wir haben uns überlegt, dass wir zwei Runden machen werden, beide aus ihren Perspektiven kurz auf die Ereignisse zurückblicken, nochmal kurz Revue passieren lassen, was ist eigentlich nach der Tötung von Amini passiert, was sind eure Perspektiven und Einordnungen darauf und dass wir in einer zweiten Runde so ein bisschen gucken, was ist denn eigentlich heute und in den letzten Tagen passiert, wo stehen wir, was sind auch internationale Reaktionen und mögliche Perspektiven für den Iran, aber auch für die kurdischen Regionen und würden dann aber auch gerne die Diskussion öffnen und Fragen und Beiträge von euch mitnehmen, genau, und hoffen, dass wir so auch gemeinsam uns noch ein wenig austauschen können. Dann, genau, würde ich jetzt erstmal an dich übergeben, Nina. Genau, du kannst, glaube ich, das mitnehmen. Du kannst einfach reinsprechen. Ja? Ja. Okay. Hallo,
Schönen guten Abend. Danke, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Also ich fange schon an mit einem Satz, was du ja gesagt hast, dass diese Proteste sich, also diese Demonstrationen, diese Widerstände sich ja gegen das gesamte System gewandt haben. Das war ja eigentlich vom Anfang an so gewesen. Ich meine, vom Anfang an nicht jetzt so mit diesen Protesten nach dem Mord an Gina Amini, sondern die Proteste der Frauen um 20 Jahre. Und dann jetzt erstmal eine Chronologie der Geschichte, wie alles zustande gekommen ist. Und zwar, wir wissen, dass die Sittenpolizei im Iran eine Einheit ist, die überhaupt dafür gegründet wurde, Menschen auf der Straße anzugehen, aufgrund ihrer Kleiderordnung oder ihrer Gender Expression oder was auch immer. Natürlich werden Frauen und queere Menschen anders angegangen als Männer, aber auch Männer, Cis-Männer werden angegangen, auch nicht nur wegen Kleiderordnung, auch wegen Verhältnisse. Also man wird gefragt, welche Verhältnisse steht ihr zueinander, wenn Männer und Frauen zusammen zum Beispiel rumlaufen. Das ist mir schon mehrmals passiert. Vor allem, wenn so die Beziehung zwischen Männern und Frauen irgendwie sehr, sehr closes, also wenn es so eine Erscheinung hat, als wenn sie so gut zueinander sind, so zum Beispiel wenn sie miteinander lachen oder irgendwie wenn sie einander anfassen. Wenn die Frau hinterherläuft, ist natürlich kein Problem. Willkommen. So, und das ist halt anscheinend bei Gina auch der Fall gewesen, der Bruder war mit dabei gewesen, als sie von der Sittenpolizei quasi verhaftet wurde. Der Bruder hat es schon als, ich warte jetzt mal. Genau, der Bruder hat schon, als sie noch im Koma lag, weil 3 Tage lag ja Gina noch im Koma im Kasra-Krankenhaus in Teheran, hat schon das veröffentlicht, dass ich dem Sittenpolizisten schon gesagt habe, wir sind Fremde in dieser Stadt, bitte lassen Sie los. Und dann, ja, es war natürlich, waren so 2, 3 heftige Tage gewesen. Viele wussten, dass da Gewalt angewendet wurde. Die Situation war schon sehr, sehr, sehr heikel. Also man kochte schon, bevor diese ganzen Proteste losgegangen sind, während dieser 3 heftigen Tagen. Und ich meine, es ist ja auch eine Aneinanderreihung von Geschehnissen gewesen davor. Sabine Rashnu war auch eine Frau, die in einem Bus von einer anderen Frau mit Chador krass angegriffen wurde, weil sie ihr Kopftuch halt im Bus nicht getragen hatte. Und dann bedroht wurde, dass sie dann zu Revolutionsgarden gehen würde und sie anzeigen würde, was ja tatsächlich geschehen ist. Und sie dann auch verhaftet wurde, dann auch eine Zwangsgeständnis von ihr, vom iranischen Fernsehen angezeigt wurde und so weiter und so fort ausgestrahlt wurde. Und in diese Stimmung ist diese Sache passiert. Auch 2 lesbische Frauen wurden zu Todesstrafe verurteilt. Es war ein Präsidentsfall. Wir waren eigentlich dabei, über diesen Fall aufzuklären hier auf Deutsch und versuchen, ein bisschen internationale Solidarität zu fordern. Und dann ist dieser Fall von Gina passiert. Und wie gesagt, in diese drei Tagen wurde viel gesprochen. Also es ist nicht so, dass man so gewartet hat, bis Gina dann wirklich dann weg war von uns. Und dann erst die Proteste losgegangen. In Social Medien, in so kleinen Kreisen von Aktivistinnen und so weiter und so fort, wussten wir schon, dass Sachen organisiert werden, dass man schon eigentlich, weil sie ja hirntot ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Eigentlich wussten wir schon, dass sie weg ist. Und die ist halt nur, keine Ahnung, diese 3 Tage sind nur da gewesen, nur weil die Mutter so krass darum gebeten hat, das alles noch zu versuchen. Eigentlich war sie schon tot. Und also kaum war die Nachricht raus, dass sie gestorben ist. Ich meine auch, du kannst mich ergänzen, wenn ich da mich irre, ich meine auch, dass der iranische Staat diese Nachricht von ihrem Tod auch verspätet angekündigt hat.
So, aber jetzt egal, kaum ist es halt diese Nachricht rausgekommen, haben sich so Menschen um das Krankenhaus gesammelt. Das waren eher so Aktivistinnen in Teheran, die halt so Parolen in diesem Bezug gerufen, das war ein staatlicher Mord, das war ein staatlicher Femizid und so weiter und so fort. Und die haben dann Parolen in Bezug auf diese Hijab-Zwang und diese ganze diese heftige Fall gerufen. Sie waren nicht so groß, sie wurden natürlich von der Polizei dann auch, diese Demo wurde aufgelöst. So, dann hat sich die kurdische Zivilgesellschaft zum Wort gemeldet. Ich muss auch dazu aber sagen, dass die Familie von Gina, nicht nur der Bruder, wirklich Angehörige, Familienmitglieder haben sich alle quasi zum Wort gemeldet und haben die Version des Staates widersprochen. Und danach gab es ja Meldungen von der zivilen Gesellschaft in Kurdistan, die halt zu Protesten und Streiks aufgerufen haben. Die ersten Streiks und Proteste, große, sind auch natürlich von Kurdistan ausgegangen. Dann haben wir so krasse Bilder gesehen von... Dann haben wir natürlich krasse Bilder gesehen von das einmalige Sache, was ja bisher nie geschehen ist im Iran, und zwar, dass das Frauenkollektiv in einer Event, das war natürlich eine Beerdigung, eine sehr traurige Event, aber das war auch eine Stimmung von Widerstand, wo die Frauen ihre Kopftücher abgelegt haben und gesagt haben, so, wie lange wollen wir das? Das ist ja eine Erniedrigung. Wie lange müssen wir das noch tragen? Das ist ja eine Erniedrigung. Und das Einmalige dabei ist nicht nur das, dass das erste Mal so Hunderte von Frauen das in einer Event das gemacht haben. Das Einmalige dabei ist auch, dass Männer dabei standen und sie unterstützt haben. Und dann, als dieses Spiel, also diese Videos wurden ja natürlich nach außen geliefert, und dann hat das ganze Land gesehen. Das Video, diese Aufnahmen. Früher wäre das nicht der Fall gewesen, weil eben die kurdische Gesellschaft komplett abgekapselt wurde von anderen Teilen der Gesellschaft. So, als diese Videoaufnahmen rauskamen, sehr rasch danach, also wirklich sehr rasch danach, haben sich andere Städte dieser Proteste angeschlossen. Und zwar massiv, und zwar auch Frauen an der ersten Front, und zwar auch ohne Kopftücher, und zwar auch so, dass die Männer die unterstützt haben und so weiter und so fort. Viele, viele Städte haben sich, jetzt habe ich keine Zahlen mehr im Kopf, viele Städte haben sich angeschlossen, von Nordiran, wo eigentlich ich ja herkomme, und ich weiß, dass ja, weil wegen dieser Geschlechterordnung, ja, was ja, keine Ahnung, der islamische Staat im Iran so quasi aufgezwungen hat, und eigentlich die Region, wo ich herkomme, ist halt nicht damit so kompatibel gewesen vom Anfang an, haben sich die Nordiranerinnen, vor allem diese Provinz Gilan, haben sich ja eher von der Rest der Gesellschaft auch selber so ein bisschen isoliert. So von wegen, die haben in ihrer eigenen Parallelgesellschaft gelebt, ihre eigene Kultur ausgelebt, ohne, so ganz leise, ohne überhaupt irgendwelche Proteste. Die heftigsten Proteste waren in Rasht und Anzali überhaupt losgegangen. Das war schon bei den ersten Tagen, war das schon die Berichte, die ich von da aus bekommen habe, weil ich ja viele Verwandte und Freunde da habe. Die ersten Berichte waren so, Mina, in anderen Städten werden Parolen gerufen. Wir kommen überhaupt nicht dazu, Parolen zu rufen. Das ist ein Krieg, was hier herrscht. Wir müssen uns verteidigen. Basta. Wir kommen überhaupt nicht. Nur beim ersten Tag, ersten Moment haben wir Parolen gerufen. Basta. Es ist danach, sind wir überhaupt nicht mehr dazu gekommen. Und jetzt herrscht in dieser Region seit ein paar Tagen ein totaler militärischer Ausnahmezustand. Totaler militärischer. Auch viele Tote von dieser Stadt. Ein Freund von einer sehr engen Freundin von mir, darunter auch auf der Straße ermordet, der war ein Tattoo-Artist. So, was wir jetzt auch von den Protesten wissen, dass sie in einigen Städten wegen dieser militärischen Ausnahmezustände, was ja auch in einigen Städten von Kurdistan der Fall ist, aber da hat man eine Kampftradition und kann sich ja irgendwie anders wehren, Streiks werden gerade organisiert und so weiter und so fort, zum Beispiel in der Stadt Schno. Aber bei zum Beispiel im Nordiran sind ja Rasht und Anzali zum Beispiel jetzt erstmal als Ruhe.
Was hast du für eine Ruhe? Das ist eine, was ich ja, heute habe ich eine Nachricht bekommen, dass eine Freundin mir gesagt hat, Mina, wir sehen den in den Augen und wissen, was los ist. Und sie warten und wir warten auch auf den Moment. So. Aber sehr interessant, dass als diese Städte quasi so massiv niedergeschlagen wurden, und das war so irgendwie parallel dazu, dass der Randstadt schon wieder diese Strategie von Abschaltung des Internets versucht hat, und diesmal funktioniert nicht so wie letztes Mal, aber es ist eine sehr krasse Einschränkung des Internets in dem gesamten Land. Wir haben eigentlich, ich selber, weil ich ja diese Erfahrung, weil wir alle diese Erfahrung hatten von 2009, dass es eine Woche eine komplette Ruhe war und dann danach langsam wieder, die angefangen haben, sehr langsam das Internet wieder, auch regionsabhängig, zum Beispiel Teheran hat es zuerst bekommen und Baluchistan zuletzt, zum Beispiel so eine Art. Also es hat gedauert. Und dann haben wir nach und nach mitbekommen, was da von den Verbrechen begangen wurde in der Zeit. Und sowas in der Richtung, also wir hatten diese Traumata alle in unserem Körper, wir haben das erwartet. Was wir aber jetzt mitbekommen ist, es sind jetzt über 2 Wochen her, und dass Leute immer noch weiterkämpfen, dass Städte sich anschließen, dass sogar in Rom, Rom ist eine Stadt, das ist die Stadt, die Station der Mullahschaft im Iran. Die werden da quasi eingeschult, erstmal um diese ganze Sache zu organisieren. Selbst da wurde schon krasse Demos losgegangen. In Chabahar, wir haben von Chabahar, da leben Belutschis, das ist wirklich sehr, sehr am Rande der iranischen Gesellschaft. Man bekommt jetzt von da fast gar nichts mit. Da sind Proteste vorgestern losgegangen, weil ein General von diesem Zepar, also Revolutionsgarde, ein Mädchen vergewaltigt hat, und die Familie des Mädchens hat auch sich gewehrt hat. So, jetzt gehen diese Menschen, diese Stadt auf der Straße wegen so einem Fall. Und es hört einfach nicht auf. Bevor wir angefangen haben, habe ich doch mal geguckt. Also es wurde natürlich die Informationslieferung wurde krass verlangsamt. Also die Informationen, die ich jetzt zum Beispiel bekomme, das ist mal so, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel, ich nenne ein Beispiel, um das wirklich die Grausamkeit, diese Verlangsamung des Internets mitzubekommen. Ich musste ja viele Artikel schreiben, Interviews geben, wie du gesagt hast. Ne? Ich habe ja, als ich da alles, man bekommt ja, es werden ja Menschen verhaftet, ermordet und so weiter und so fort. Darunter habe ich ein Foto gesehen, das war mit Brille und es war so ein bisschen bekannt. Aber ich habe einfach scrollt, weil ich wusste, jetzt, wenn ich jetzt da mich vertiefe in diesem Trauer, kann ich nicht weiterarbeiten. 2 Tage dann auch merke ich, dass das ein Freund von mir ist. So, durch die persönliche Nachricht meiner Freundin. So funktioniert diese Verlangsamung des Internets. Das ist Behnam war, Mina. Das war Behnam. So. Und sie wusste noch nicht mal, dass die Nachricht von dem Tod von Behnam schon raus ist. Schon lange. Sie hatte gedacht, dass ich die Erste sei, die davon berichten werde. So. Und diese Abschaltung des Internets hat auch ein anderes Aspekt. Muss ich auch betonen, weil ja da die Organisierung, weil ja hier gibt es ja keine Versammlungsrechte. Menschen können sich ja nicht in solchen Räumlichkeiten versammeln und auch, keine Ahnung, Aufklärungsarbeit leisten und dann auch sich, keine Ahnung, spontane Demos machen und so weiter und so fort. Das alles quasi funktioniert ja im Underground, im Underground. Ne? Und durch diese ganze Bilder, die nach außen, erstmal an uns, geliefert werden, von Medien draußen, von Aktivistinnen draußen oder die Unbekannten drinnen, veröffentlicht werden in sozialen Medien, in Medien im Exil. Also die Menschen im Iran selber, die sehen diese Bilder in sozialen Medien, in diesen Medien draußen. Und dann bekommen sie mit, oh, es war ein Moment, es war so lustig, dass eine Freundin von uns gefragt hat, wisst ihr, wo in Lasch gerade was los? Ich bin gerade unterwegs, ich weiß nicht, wo die anderen sind. So, du musst da gucken, im Internet gucken und sagen, ja, ich glaube, da und da ist was los. Und deswegen diese Abschaltung des Internets hat auch noch diesen schrecklichen Effekt, dass Menschen, die leben dort,
Die wissen nicht, was in einem anderen Viertel los ist. Um das mitzubekommen, sie müssen da hinfahren. Um das mitzubekommen, müssen sie in so einer Lage, wo es eigentlich eine militärische Lage ist, da hinfahren. Und diese ganze Militärmilizen und so weiter und so fort, die wissen ja, warum diese Leute auf der Straße sind. Und wissen Sie was? Die werden auch wegen einfach, wenn sie rumlaufen, werden sie manchmal erschossen. So ungefähr ist gerade die Lage und nur eine kurze Sache. Ich wollte ja zurückkommen. Die erste Demos und Proteste im Iran nachdem Khomeini da war, ging es ja um Hijab, weil er ja sofort, als er da war, zur Zwangsverschleierung der Frauen aufgerufen hat. Die erste, die sich dagegen gewehrt haben, und es war auch nicht ein Tag, das war eine komplette Woche im März 1979, das waren Frauen. Und dann, die wurden allein gelassen. Und dann hat es wirklich jahrelang gedauert und durch viele Kampagnen, viele Arbeiten von Feministinnen, Frauenrechtler und so weiter und so fort, dass dieses Thema überhaupt wieder ein Thema wurde. Und jetzt sehen wir, dass dieses Mal, wenn sowas passiert, die anderen nicht schweigen, die nicht mehr sagen, dass das kein Problem sei, dass sie andere Sachen zu tun hätten und so weiter und so fort. Obwohl damals schon diese Frauen gerufen haben, Freiheit ist weder östlich noch westlich, Freiheit ist international und ohne Freiheit der Frauen gibt es keine Freiheit für die Gesellschaft. Jetzt kommen wir zurück zu diesen ganzen Parolen von damals. Und jetzt, wenn wir sagen, dass es um Zwangsverschleierungen geht, ist es wirklich falsch. Es geht ja auch nicht um die ID, sondern um die Ideologie des Staates. Dankeschön. Ja, danke dir, Mina, für diese erste Einordnung. Wir werden ja gleich nochmal darauf zurückkommen, auch gerade die Frage, ob unter den Bedingungen, die du gerade beschrieben hast, diese Proteste noch weiter Bestand haben können, im negativen Sinne, wie jetzt mit der Regulierung des Internets, aber auch im positiven Sinne, dass sich eben die Leute angeschlossen haben und die Frauen nicht mehr alleine auf der Straße sind. Das gibt ja doch ein bisschen Hoffnung vielleicht. Helin, Jina Amini war Kurdin, das ist inzwischen vielleicht bekannt. Am Anfang hat das in der hiesigen Berichterstattung eigentlich keine Bedeutung gehabt. Obwohl die Proteste, Jamina hat das ja auch gerade schon beschrieben, im kurdischen Teil des Iran, in Ostkurdistan, ihren Anfang nahmen und auch immer noch sehr eine große Bedeutung da haben. Der Slogan Jinjiana Sadin, wir haben es oben vorhin auch nochmal besprochen, der ihren den Ursprung in der kurdischen Frauenbewegung in Nordostsyrien, in Rojava hat, geht jetzt durch die ganze Welt. Wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht, damals zu Zeiten von Kobani. Deswegen würde ich dich bitten, nochmal aus deiner Perspektive, aus der kurdischen Perspektive, auf die Proteste und auch die Entwicklung im Iran zu blicken. Danke erstmal für die Einleitung und auch für die Einladung heute und auch an euch alle, die gerade da sind und zuhören. Dankeschön und auch für deinen Beitrag, Shamar, du hast schon sehr vieles angesprochen. Und ich würde dann einfach versuchen, einige Dinge aus kurdischer Perspektive zu ergänzen. Also ich denke, wenn wir das aus kurdischer Perspektive betrachten, sehen wir, dass schon relativ bald, also relativ schnell nach dem Feminizid an Jina Amini ein extrem großes Aufstandspotenzial da war. Und das hat schon bei ihrer Beerdigung angefangen, in ihrer Heimatstadt Sakis, wo die iranischen Behörden schon im Vorhinein versucht haben, eine öffentliche Beerdigungszeremonie zu verhindern. Und ich denke, das liegt auch daran, dass sie sich eben diesem Potenzial und dieser Widerstandstradition in Kurdistan bewusst sind, weil sie wissen einfach, es wurde mit diesem Feminizid nochmal ein neuer Punkt erreicht. Also klar, die ganze Gesellschaft leidet im Iran, aber insbesondere Frauen und Kurden und das kurdische Volk hat seit Jahrzehnten unter diesem ihr Regime gelitten und es gibt einfach eine jahrzehntelange Unterdrückungsgeschichte in diesem Land und gleichzeitig eben aber auch eine jahrzehntelange Widerstandsgeschichte von Frauen und auch von Kurdinnen,
So kurdische Organisationen gibt es seit Jahrzehnten im Iran, in Ostkurdistan. Und deshalb denke ich, also im Vorhinein war dem iranischen Regime schon bewusst, dass das ein sehr krasses Aufstandspotenzial hat. Weshalb eben diese Beerdigungszeremonie versucht wurde zu verhindern, beziehungsweise eine öffentliche Zeremonie versucht wurde zu verhindern, um eben Aufstände und Protest einzudämmen. Aber es kam bei der Beisetzung dann trotzdem zu Protesten. Und da hat die iranische Polizei auch auf die Menschenmenge gefeuert. Und in den darauffolgenden Tagen kam es dann, also hat sich dann diese Protestwelle von Sakis ins ganze Land, auf das ganze Land verbreitet und ganz Ostkurdistan verbreitet. Und auch also ganz Iran. Und in diesen Protesten wurde ein Slogan immer wieder gerufen, beziehungsweise wird immer wieder gerufen, auch jetzt in diesen Solidaritätsprotesten, die auf der ganzen Welt stattfinden. Du hast es gerade angesprochen, der Slogan Jinjian Azadi, der vielen von uns, also vielen von euch vielleicht auch nicht so unbekannt ist. Also es ist ein Slogan und das muss man hier an dieser Stelle ganz offen betonen, kommt von einer Widerstandsbewegung, die seit Jahrzehnten existiert, kommt von einer Frauenbewegung, die seit Jahrzehnten in Kurdistan Widerstand leistet gegen Patriarchat und gegen Kapitalismus und gegen die herrschenden Staaten dort. Und genau diese Bewegung wird in Deutschland beispielsweise als terroristisch eingestuft und kriminalisiert. Also ich finde, also ohne jetzt den Rahmen sprengen zu wollen, finde ich, das ist schon sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Also wenn jetzt überall Jinjian Azadi steht, beziehungsweise ich sehe sogar noch öfter eigentlich deutsche Übersetzungen oder die Farsi-Version San Zendegi Azadi. Ich finde, das müssen wir dann schon im Hinterkopf behalten, woher dieser Slogan kommt. Also man muss es ganz konkret sagen, sie kommt von der kurdischen Arbeiterpartei, die hierzulande kriminalisiert wird und vom NATO-Partner Türkei tagtäglich bombardiert und angegriffen wird. Und deshalb finde ich es schon interessant, also auch diese Heuchelei zu beobachten, auch in Deutschland, wenn dann diese Parole, also ich habe es jetzt heute gesehen, von CDU-Frauen hochgehalten wird. Und wo sich dann alle Kurden einfach, also wie sollen wir uns da fühlen? Also dieselbe CDU hat jahrelang die Türkei unterstützt bei ihrem Angriff gegen die kurdische Bewegung, bei ihren staatlichen Feminiziden in Kurdistan. Und das müssen wir uns auch hier vor Augen halten. Und ich finde, die deutsche Berichterstattung hat das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Ignoranz ist oder ob es so eine bewusste Entscheidung ist, das nicht zu erwähnen. Ich finde dieser Kontext auf jeden Fall sehr wichtig. Also in den Medien wurde auch sehr, sehr lang und teilweise immer noch nicht erwähnt, dass Gina Kurdin war, dass Jinjian Azadi ein kurdischer Slogan ist. Und klar, also man könnte jetzt sagen, es ist egal, ob es ein kurdischer Slogan ist, er wird jetzt eben gerufen, dieser Slogan ist jetzt zu einem Symbol geworden, Gina ist zu einem Symbol geworden, es ist egal, ob sie Kurdin ist, ein Mensch ist gestorben. Also solche Kommentare habe ich auch gehört, dass es angeblich egal sei, aber es ist überhaupt nicht egal. Also wenn wir uns das Ausmaß dieser Proteste anschauen, die eben vor allem in Ostkurdistan sehr, sehr stark sind, ist schon klar, dass Ginas Identität als Kurdin sehr, sehr viel damit zu tun hatte, dass diese Proteste so groß geworden sind. Ich meine, wir reden von einer organisierten, politisierten Gesellschaft, die es in Kurdistan gibt. Also die momentanen Aufstände und Proteste sind ja nicht im leeren Raum entstanden. Also genauso wie auch die Proteste gegen die Zwangsverschleierung. Das hat ja eine Tradition, es hat eine Geschichte und ist nicht jetzt plötzlich entstanden. Aber ich denke eben, gerade also mit diesem Feminizid an Gina wurde ein neuer Punkt erreicht. Und genau das kurz zu Deutschlands Rolle auch, über die wir auch noch sprechen können. Außerdem, also genau, es gab dann überall diese Massenproteste, die sich über das ganze Land verbreitet haben, und kurdische Parteien haben außerdem zu einem Generalstreik aufgerufen, und ich würde gerne einige Zeilen aus dem Aufruf vorlesen.
Und zwar heißt es in dem Aufruf: Bei Feminiziden in einem Land wie der Islamischen Republik, in der Misogynie so stark institutionalisiert wurde, ist es elementar, die Rolle des Staates zu reflektieren, Kritik am patriarchalen System mit all seinen Dimensionen sichtbar zu machen und Einwände zu erheben. Denn die Essenz einer freien Gesellschaft ist die Befreiung ihrer Frauen. Weiter heißt es, diese frauenverachtende, rücksichtslose Tyrannei erfordert eine radikale Haltung von allen Teilen der Gesellschaft. Wir müssen das System stoppen, bevor der Preis, den wir dafür zahlen müssen, zu hoch wird. Morgen wird es womöglich zu spät sein. Also ich finde, in diesen Zeilen kommt auch heraus, das, was du auch vorhin gesagt hast, Mina, dass es diesmal viel größer und ganz anders ist. Und genau diesem Aufruf zum Generalstreik sind dann auch viele Städte in Ostkurdistan und im Iran, also auch in Teheran, gefolgt. Also viele haben ihre Läden zugemacht und dann gab es eben Massenproteste in diesen Städten. Und in Shino, das kann ich auch noch erwähnen, einer Stadt in der Nähe von Urmi an der Grenze im Westen, haben es Protestierende sogar geschafft, die Stadt für einige Tage zu übernehmen. Also die Sicherheitskräfte wurden komplett vertrieben. Und auch wenn das ein vorübergehender Erfolg war, finde ich, das spiegelt schon nochmal diesen Widerstandsgeist in Kurdistan wider. Und genau, es gibt in diesen Tagen jeden Tag Massenproteste, wo Frauen ihre Kopftücher ablegen, wo sie Slogans rufen. Und auch dort, also auch diese Proteste werden mit Polizeigewalt beantwortet. Es gibt viele Festnahmen. Und das ist besonders in Gebieten, wo mehrheitlich auch Kurdinnen leben. Und die Menschenrechtsorganisation Hengau hat von 52 festgenommenen Frauen berichtet, mehrheitlich in kurdischen Städten wie zum Beispiel Sinee. Und auch aus Ilam gibt es, habe ich heute eine Meldung gesehen, dass es 4 Minderjährige gibt, die festgenommen wurden bei den Protesten. Und die jüngste von ihnen ist 16. Und das sind nur die Fälle, die eben bekannt sind. Also viele Festnahmen sind noch gar nicht identifiziert. Und auch in Shino, also den Ort, den ich eben erwähnt habe, wurden Hunderte festgenommen und auch viele getötet bei den Protesten. Und vielleicht noch zu erwähnen ist der Widerstand aus dem Gefängnis. Also wir wissen ja, dass Iran ist ein extrem repressiver Staat und es gibt sehr viele Frauen, auch sehr viele queere Menschen und sehr viele Kurdinnen im Gefängnis. Sehr viele Widerstandskämpferinnen und Aktivistinnen sind im Gefängnis und auch von dort aus gibt es Widerstand und Antworten auf diese Proteste, die momentan stattfinden. Unter anderem gibt es die kurdische Aktivistin Jina Modares Golji, die in Hungerstreik gegangen ist. Und außerdem, vielleicht habt ihr das letztes Jahr mitbekommen, die Kurdischlehrerin Sara Mohammadi, die letztes Jahr verhaftet wurde. Und auch sie hat gemeinsam mit anderen einen Hungerstreik im Gefängnis angefangen. Das heißt, also diese Proteste auf den Straßen werden auch aus den Gefängnissen noch begleitet und unterstützt. Und in der Diaspora international, also das hat schon ein sehr, sehr großes Ausmaß angenommen. Und ich denke eben, die Tatsache, dass sie Kurdin war, ist in diesem Kontext auf jeden Fall nicht unwichtig und ja, genau. Das wäre, glaube ich, erstmal alles, was ich zu sagen habe. Also in den letzten Tagen gab es auch noch viele Entwicklungen, aber über die reden wir noch später. Genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde dich jetzt auch nochmal bitten, Nina. Ich würde dir auch nochmal gerne die Frage stellen, Nina, ob du Helins Einschätzung teilst oder was sozusagen aus deiner Perspektive die kurdische Identität von Jina bedeutet für die Proteste. Vielleicht kannst du das auch nochmal ganz kurz aus deiner Perspektive einbauen. Oder was es auch für den Iran und die Proteste auch in den anderen Gebieten des Irans bedeutet. Ja, also meine Einschätzung, ich habe ja doch mehrmals sogar geschrieben, dass ich denke nicht, dass es irgendwann mal zu diesen Protesten, landesweiten Protesten kommen würde mit dem Thema Hijab. Das war schon meine Einschätzung auch vor 2-3 Jahren, auch dass es eine Explosion geben wird. Das wurde sogar jetzt, keine Ahnung, mehrmals erwähnt, dass das so ein Interview gegeben hat.
Also da, das ist schon eine andere Sache. Da käme, glaube ich, der iranische Staat nicht drum herum. Aber ich glaube nicht, dass dieses Mal das so massiv losgegangen wäre, wenn Gina keine Kurdin gewesen wäre. Das ist eine Fakt, die müssen wir akzeptieren. Weil wir hatten auch andere Fälle, wo es eigentlich auch so groß werden könnte, in Teheran, in anderen Städten. Ich meine, die Offensive des Staates gegen Frauen- und Genderminderheiten ist ja jetzt gerade nichts Neues, seitdem die zivile Ungehorsam der iranischen Frauen und sexuelle Minderheiten, Genderminderheiten sich eher politisch äußert, und zwar nicht nur in Kurdistan, sondern langsam auch in anderen Städten, aber geschrieben wird, mehr darüber interviewt wird, mehr darüber, keine Ahnung, Statements gibt, so. Gibt es auch eine Offensive des Staates in dieser Richtung? Also so Frauen, die zum Beispiel verhaftet werden und dann ein paar Tage danach, sie sitzen vor der Kamera, weil sie gefoltert wurde. Man sieht sogar manchmal, das ist auch Absicht übrigens, man sieht sogar die Wunden schon im Gesicht. Und das zeigt der iranische Staat im Fernsehen, im staatlichen Fernsehen, also voll bewusst und mit Absicht, um abzuschrecken. So, das wird euch auch passieren, wenn ihr weitergeht. Oder halt, seitdem diese ganze Kampagne um Hijab drumherum losgegangen ist, wir wissen auch, dass ein Name da sehr wichtig ist, Marcel Nejad, man kann über ihre politische Rolle streiten, wir haben Differenzen und so weiter und so fort, aber sie hat auf jeden Fall diese Kampagnen organisiert, mitorganisiert und auch diese Frauen auch sehr oft eine Stimme gegeben. Und seitdem haben sie schon keine Ahnung, eine bestimmte Strafe dafür schon gedacht, dass man so als Frau so Videos schickt zu Marcel Nejad mit diesem Thema Kopftuch. Und dabei wissen wir schon, dass für diesen Frauen halt ja eigentlich darum geht es, dass deren Stimme gehört wird, dass sie halt eine Plattform bekommen, dass das thematisiert wird. So, was ich zurück zum Thema, wie auch du gesagt hast, Kurdistan ist organisiert. So, es ist eine sehr politisierte Gesellschaft, hat eine Meinung. Und natürlich, da herrscht auch Patriarchat. Ich glaube, ich höre ja die meisten Kritiken auch von meinen kurdischen Freundinnen und Kameraden, die auch selber die kurdische Gesellschaft für diese herrschende Patriarchat in Kurdistan kritisieren. Aber sie sind ja selbst diejenigen, die von diesen Morden und auch Femiziden in Kurdistan, wenn das von Familien ausgeht, auch selber berichten. Also wir haben mehr Statistiken darüber, was in Kurdistan mit Frauen passiert, weil die zivile Gesellschaft in Kurdistan das ja auch nach außen trägt und darüber berichtet. Also diese Organisierung der Sache und eine Sache, was ja eigentlich neulich passiert ist, also auch während der Protesten passiert ist. Zwei Sachen. Einmal hat die Bevölkerung in Schnau die komplette Stadt quasi für eine Nacht, einen Tag, 24 Stunden erobert. Viele denken, okay, die haben jetzt ja so zurückgeerobert. Was macht das für einen Sinn? Nee, das hat die Proteste noch weiter. Also die Leute waren müde und haben diese Bilder gesehen und so waren wieder auf der Straße. Jetzt erstens das und zweitens, Schnau ist jetzt immer noch im Streik. Sie haben nicht aufgegeben. So, und andere Städte auch, zum Beispiel Bilder von Zarez, jetzt ist es, glaube ich, Zeit, das zu zeigen. Ja, kommt gleich, genau. Das dauert ein bisschen. Auf jeden Fall, ich kann jetzt nicht alle, weil mittlerweile haben wir das auch selber nicht mehr im Griff. Also mittlerweile gibt es ja so viele Bilder und so viele Videos, ich komme nicht hinterher, die alle zu folgen, aber oder zu sammeln. Aber auf jeden Fall gibt es ja Aufnahmen, zum Beispiel das ist die Stadt, wo Gina herkommt. Ja. Und genau, das ist jetzt Sarkas, eine kleine arme Stadt. Du kannst vielleicht später mehr dazu sagen. Ja.
die komplette Stadt ist auf der Straße. Und so viel zum Thema, was dann halt es bedeutet für viele. Und dann, ich habe ja von Nordiran gesprochen. Wir sehen jetzt, wie viel da. Wir haben diese Bilder von Nordiran ungefähr nie gesehen, in den letzten 40 Jahren nicht. Dass Leute so auf der Straße, quasi die Bilder von Khomeini und Khomeini. Also man hat, beschimpft die Nordiraner dafür, dass ihre Frauen, entschuldige, dass ich die das so sagen, aber es ist halt, wie sie, ich bin selber eine, ne? Dafür, dass sie Huren sind und die Männer dafür, dass sie keine Ehren haben. Und das hat ja damit zu tun, dass sie offener sind mit der diese ganze Geschlechterordnung der Gesellschaft und so weiter und so fort nicht weiterkommen. Und das ist jetzt Kerman, die Stadt, wo Soleimani, das sind Soleimani, übrigens auch eine so große Hassfigur in Kurdistan und in anderen Regionen. Also da, man sieht ja schon eine Auseinandersetzung zwischen Protestierenden und die Einheiten, die Repressionseinheiten. Und dann eine Frau, die sie filmt und dann auch so fordert, dass man so weitermacht und keine Ahnung, die beschimpft, so quasi die Proteste von außen so anführt. So, mach das, mach dies und halt die Fresse und solche Sachen. Also es wird sehr beschimpft auf der Straße, Leute sind sehr wütend, aber dann gibt es halt hier auch solche Bilder. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber einige sind ja neue, das ist ja auf jeden Fall neue in der iranischen Geschichte überhaupt, dass Frauen kollektiv bei den landesweiten Protesten ihre Kopftücher ablegen und dann neben Männern stehen und diese Männer halt auch die unterstützen, auch wenn sie das selber zu Hause nicht so geil finden. Es ist ja, also ich will es nicht romantisieren, ne? Also es sind viele von diesen Männern, sind diejenigen, die auch vielleicht zu Hause ihre Frauen schlagen und so. Aber jetzt geht es ja um eine größere Sache. Sie haben es kapiert, endlich mal, dass es bei diesen ganzen Zwangsverschleierungsmaßnahmen um die komplette Gesellschaft geht. Also die Kontrolle der Gesellschaft durch die sexuelle Kontrolle der Frauen und weiblich gelesenen Menschen. Das ist endlich mal angekommen. Dafür haben wir auch viel Opfer gegeben und viel Opfer gebracht. Ich habe kurz eine Frage an dich. Also bei diesen Videos zum Beispiel, wenn die jetzt auf Social Media geteilt werden, wie ist das dann so sicherheitstechnisch für die, die dann ihre Kopftücher, sagen wir, ablegen? Also gibt es dann auch Leute, die, so, die zum Beispiel dann das so melden gehen und sagen, ich weiß, wer das ist? Und ja, auf jeden Fall. Viele von denen werden dann ja auch erkannt tatsächlich. Es ist ja, bei mir ist das so, ich frage immer. Ich versuche ja so viel wie möglich selber nicht die erste Person sein, die ich leite immer weiter, wenn ich Videos bekomme. Es sei denn, es ist eine Sache, wo die Person darauf beharrt, dass ich das selber publiziere und nicht an Medien weitergebe. Weil ich will ja, dass diese Bilder mehr gesehen werden. Ja. Ich muss nicht die Quelle sein. Und viele bringen solche Einsätze. Also es geht wirklich bei vielen jetzt nicht darum, sich selber so darzustellen und sagen, ich habe so viele Content, ich habe diese Videos bekommen und so weiter und so fort. Ich frage immer, und es ist erstaunlich, es sind Leute, die sagen, es ist egal. Es ist überall sowieso, es läuft überall Kameras. Die haben uns gesehen, die haben uns fotografiert. Ich will, dass mein Foto gezeigt, ich will ein Gesicht haben. Auch viele Frauen sind auch müde davon, dass sie keine Gesichter haben, keine Namen. Auch diese Entmenschlichung der Frauen, dass sie unsichtbar gemacht werden. Sexuelle Minderheiten, Genderminderheiten sowieso, sie werden ja verteufelt.
dass Frauen allgemein unsichtbar, so weit wie möglich, auch diese ganze Chador, die sieht ja, ne, von dem ganzen ne, Körper der Frau ist ja nur so so zwei Augen und eine Nase zu sehen und so weiter und so fort. Das ist die Ideologie des Staates, die auch nicht nur bei diesem Chador oder diesem besseren Hijab oder wenn dann, naja, okay, mit so einem Kopftuch, das ist ja nicht nur das, das ist ja dann, die drängen dich ja von der Gesellschaft, also du bist ja quasi, du musst ja am Rande der Gesellschaft leben als Frau. So weit wie möglich, ich bringe ein Beispiel, ein paar Zahlen. Die Gender Gap Nummer des Iran zwischen 156 Ländern ist 150. Die Hölle für Frauen und Männer und Genderminderheiten. Über 50% der aufgenommenen Studenten im Iran sind Frauen. Das ist ja der einzige Weg, überhaupt von zu Hause rauszugehen, in die Gesellschaft zu gehen. Deswegen, sie geben alles dafür, dass sie studieren. Sie lernen noch, bis sie 18, 19 sind, habe ich ja auch gemacht, obwohl ich eigentlich in einer sehr offenen Familie aufgewachsen bin. Auch ich war eine von denen, die wirklich Tag und Nacht gelernt haben, um nur in die Uni zu, es war egal, welche Fach, so. Einfach nur in die Gesellschaft zu gehen, mit der Gesellschaft was zu tun zu haben. 18% dieser Frauen haben einen Job. Und darunter nicht alle so Akademie, Jobs in der Akademie oder solche Sachen halt. So wirklich, die meisten davon sind ja so, keine Ahnung, am Armutgrenze. Also wir sehen auch, dass durch diese ganze Zwangsverschleierungsmaßnahmen im Iran und Ideologie und die Maschinerie, die das organisiert, Frauen systematisch verarmt werden, systematisch. Und dann, jahrelang haben wir das von Männern zum großen Teil, aber auch von teilweise Teile der iranischen Linke mitbekommen, die Zwangsverschleierungssache wäre ein Thema der Mittelschichtfrauen im Iran. Entschuldige, aber ich kriege immer so einen Hals, wenn ich das höre. Alter, welche Mittelschichtfrauen? Kaum haben wir welche. Also diese Frauen, die in Mittelschichten leben, die haben selber kein Zugang zu diesem Kapital von diesen, also wenn der Vater stirbt, wenn die Mutter, wenn die Familie, ne, wenn da Erbschaft zu teilen, die bekommen ja die Hälfte von einem Mann und so weiter und so fort. Wenn sie studieren wollen, müssen sie eine Erlaubnis eines Mannes in der Familie, der für diese Frau zuständig ist, zu bekommen und so weiter. Also ich kann es jetzt bis morgen ausführen. Wird zu lang, aber was ich damit sagen will, ist, dass halt mit diesem Kopftuchzwang und diese ganzen Proteste sind unterschiedliche, und weil es auch daher aus Kurdistan angefangen hat, und Kurdistan ist auch nicht nur Kurdistan, so kurdische Identität, Kurdistan ist auch diese Armut. Es ist eine sehr arme Stadt. Kurdistan ist auch diese Verteufelung der politisierten Teile der Gesellschaft, die sich auch organisiert hat. Jahrelang hat man den Iranern erzählt, die Kurden köpfen Leute ab, so. Gehen nicht an die kurdische Grenze, befreunde dich nicht mit irgendwelchen Kurden und so weiter und so fort. Also in diesem Körper von Jina Amini sind unterschiedliche soziale Aspekte. Mit diesem Mord sind die klar geworden. Und jede soziale Gruppierung, die davon betroffen ist, thematisiert ja das eine, ne, was man ja selber damit zu tun hat. Deswegen gibt es ja auch natürlich Streitigkeiten innerhalb der iranischen Gesellschaft, jetzt darüber zum Beispiel. Ja, danke dir, Nina. Ich glaube, das war schon nochmal gut, dass du das jetzt so ausgeführt hast, auch um nochmal mehr zu verstehen, welche Bedeutung in diesen Protesten eigentlich liegt und die Frage, wo stehen wir denn jetzt heute, zwei Wochen nach den Protesten? Du hast gerade beschrieben, es ist eher wieder so ein Zustand des Abwartens. Gleichzeitig passiert in den kurdischen Regionen aber unglaublich viel. Die iranischen Revolutionsgarden haben im Nordirak angegriffen. Es gibt Solidaritätskundgebungen in Karmishto, in Nordostsyrien. Ich würde jetzt gerne Helin erstmal noch fragen, was so dein Eindruck der letzten Tage auch ist, wenn wir in die Region gucken. Und dann würde ich gerne nochmal fragen, auch mit Blick auf internationale Reaktionen, die es ja durchaus gibt, weil sich die internationale Gemeinschaft jetzt doch gezwungen sieht, auch zu handeln oder zumindest sich zu äußern, was ihr
für eine Perspektive in den nächsten Wochen seht. Und dann genau würde ich gerne euch und Ihnen noch die Gelegenheit geben, an der Diskussion teilzunehmen. Aber erstmal würde ich dir gerne das Wort geben. Also Mina, du hast gerade schon von dieser Verteufelung und so weiter gesprochen. Also eigentlich seit Jahrzehnten wird ja jegliche kurdische Organisierung in Iran als eine Verschwörung gesehen, verteufelt, also als eine Gefahr für das islamische Regime gesehen. Und ich finde, das zeigt sich auch gerade in der Art und Weise, wie der Iran auf diese Widerstände antwortet. Nämlich mit extremer Repression. Also ich habe vorhin schon die Verhaftung erwähnt. Ich habe erwähnt, es wurden Menschen getötet. Und vor allem in Shinno, wo eben die Gesellschaft es hinbekommen hat, die Stadt vorübergehend einzunehmen. Besonders da wurde dann mit einer heftigen Repressionswelle geantwortet. Und jetzt seit ein paar Tagen sind noch die Drohnen- und Raketenangriffe dazu gekommen. Allerdings nicht im Iran, sondern in Südkurdistan, also im irakisch besetzten Teil Kurdistans, hat die iranische Revolutionsgarde verschiedene Parteizentralen von kurdischen Parteien angegriffen. Also im Grenzgebiet haben sie mehrere Orte angegriffen, also nicht nur diese Parteien, sondern auch zivile Ziele. Es wurden auch Geflüchtete angegriffen und unter den Verletzten und Getöteten gibt es Zivilisten und auch Kinder wurden verletzt. Unter anderem wurde auch eine schwangere Frau ermordet. Das Kind hat überlebt, aber die Mutter wurde ermordet von den iranischen Revolutionsgarden. Und laut Stand von heute Morgen sind es 13 Tote und 58 Verletzte. Und das ist eine ganz klare Antwort, ein ganz klares Signal vom iranischen Regime. Also die sagen wirklich, hört auf, hört auf Widerstand zu leisten. Das ist unsere Antwort. Wir werden mit Gewalt antworten und euch vernichten. Also das ist so auch eine Art und Weise, eigentlich von den Geschehnissen, von dem Widerstand in Iran so ein bisschen abzulenken und einzusehen, also zuzulassen, dass die Menschen merken, dass es innerhalb von Iran dieses Verlangen nach Aufbegehren und Widerstand gibt im ganzen Land und dass das nicht nur mit der kurdischen Thematik zu tun hat, sondern viel, viel größer und auch nicht nur mit Zwangsverschleierung zu tun hat, sondern viel, viel größer ist als das, weil die Menschen einfach die Schnauze voll haben. Aber um eben von dieser Tatsache abzulenken, werden diese kurdischen Grenzgebiete in Südkurdistan angegriffen und damit soll eben auch verhindert werden, dass der Aufstand noch größer wird, indem sich eben, sagen wir mal, bewaffnete Einheiten, bewaffnete kurdische Parteien mit diesem Konflikt verbinden und daraus eine noch größere Rebellion wird. Also das ist auf jeden Fall ganz klar und natürlich werden auch ganz normale Zivilistinnen damit eingeschüchtert. Also damit wird so ein Signal gesendet von, hey, hört auf, Widerstand zu leisten und passt euch an und fügt euch. Das sehen wir auch im Iran, also auch in vielen Städten im Iran fliegen auch die Flugzeuge von den Streitkräften fliegen auch ganz, ganz tief und in den Städten. Auch wenn sie da nicht gezielt angreifen, ist das trotzdem ein Einschüchterungsversuch gegen die Gesellschaft. Und ich denke eben genau in Ostkurdistan eben, wo auch Jina Amini herkam und geboren ist und wo eben auch die stärksten Proteste stattgefunden haben. Und Jina habe ich ja vorhin schon erwähnt, also da wurde auch mit einer heftigen Repressionswelle geantwortet und mit vielen Angriffen geantwortet. Und ich glaube, gerade versucht das Regime, dieses Klima der Angst noch zu verstärken. Aber es ist eben die Frage, ob die Menschen trotzdem weiter Widerstand leisten oder nicht. Ja, danke, Tina. Ja, Mina, dann an dich noch meine letzte Frage. Es gibt ja durchaus internationale Reaktionen. Baerbock hat von neuen Sanktionen gesprochen. Guterres hat Raisi aufgefordert, nicht mehr so viel zu eskalieren. Der Botschafter sollte eingestellt werden in Deutschland, der iranische Botschafter. Die internationale Gemeinschaft, die westliche internationale Gemeinschaft sieht sich gezwungen. Irgendwie kann man nicht mehr wegschauen. Was ist denn deine Einschätzung, nachdem du uns jetzt beschrieben hast, was die Situation im Iran und auf den Straßen ist? Wie wird es weitergehen? Gibt es eine reale Chance, dass sich
diese Proteste halten, dass sie was tragen. Ja. Kann ich noch weiter Bilder? Achso, sorry. Ist das egal. Ja. Kannst du sagen, wenn halt ich kann ja erzählen, wenn du... Entschuldige. Es ist ja wichtig, weil dann sieht man ja, dass sich schon Sachen jetzt schon geändert haben. Also wenn man jetzt erwartet, dass Iraner jetzt wieder in so einem Zustand innerhalb eines Monates eine komplette Revolution zu organisieren, ohne internationale Hilfe. Ich meine, okay, jetzt die Weltöffentlichkeit hat mindestens reagiert und das hat auch viel getan. Also das sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Die Leute, die im Iran, die das mitbekommen haben und mitbekommen, die kriegen wirklich mehr Mut. Also die wissen dann, dass sie... Es ist natürlich sehr absurd, einfach so zu sterben, ohne dass irgendjemand das mitbekommt, zu ermordet zu werden für nichts. Dass es noch nicht mal eine Wahrheit etabliert wird, established wird in der Welt, dass wie diese sind so. Dass noch nicht mal ein Diskurs geändert wird in der Welt. Jahrelang hat die Europäische Union hat einen komischen Kurs gehabt gegenüber den Iran, ist mit Deutschland an der Spitze. Und genau das kritisieren wir. Ich schreibe ja seit 2 Wochen nur noch fast auf Deutsch. Obwohl eigentlich meine ganze Leserschaft, die große Leserschaft von mir eher befasst ist. Wir mussten auch diese ganze Schlüsselfiguren Rolle auch spielen, damit wir auch noch Kontakte haben. Wenn ich nur ja noch auf Deutsch schreibe, dann warum sollen mich die Iranerinnen überhaupt gucken, was ich mache oder mit mir in Kontakt treten und so weiter und so fort. Also es ist sehr wichtig, aber ich will euch 2 tolle Bilder zeigen. Und zwar habe ich ja heute auch selber gepostet, das ist gestern im Teheran. Es ist, die Leute, es hat sich was geändert. Und zwar das ideologische Gesicht des Staates. So gehen jetzt Menschen frühstücken in Teheran. Und das ist schon ein sehr kräftiges, das kann hier sehr normal gesehen werden. Allein, dass wir uns jetzt so freuen, dass wir solche Bilder sehen, dass da Mann einfach da seinen Tee trinkt, ohne überhaupt irgendwas zu machen oder sexuell zu belästigen und so weiter und so fort, dass sie sich so frei und sicher fühlen. Das ist ja das, was sich geändert hat. Und dann noch ein anderes Bild, direkt darunter. Das sind auch Bilder, die kennen wir. Es ist ja nicht so, dass wir die nicht kennen. Die kennen wir aber in so Momenten, wo wir ganz sicher sind, okay, jetzt haben wir jetzt kurz einen Moment haben wir, um das zu machen und dann wirklich wieder also in die Normalität des Staates wieder zurück. Vor allem Nordiranerinnen kennen solche Szenen schon sehr gut, weil in Gilan vor allem, in Ansari reicht. Aber dass das eine Normalität wird, dass Leute sich selber fotografieren, nach außen schicken, um das zu zeigen. Dass sie das in die Welt schicken und sagen, sieht uns, so möchten wir eigentlich leben. Wir sind genauso wie ihr so. Aber wir werden anders behandelt, wir werden auch für was anders. Jahrelang würde zum Beispiel Kopftuch als eine Kultur, die berücksichtigt werden musste und respektiert werden musste, obwohl wir schon so eine Geschichte hatten mit dem Kopftuch. Obwohl wir schon Frauen hatten, die direkt nach der Revolution auf der Straße waren, 1 Woche lang. Okay, ich halte für sie jetzt nicht so viel für sie, aber alles Schwarze war da. Sie hat selber diese ganze Szene gesehen, wie es halt da gewesen ist, dass Frauen das als allererste gemerkt haben, okay, jetzt wird Khomeini mit Frauen anfangen, wir wissen nicht, wo er endet. Die linke Historikerin Homa Nater berichtete ein paar später selber in einem Interview im Exil in Frankreich, dass linke Männer, ich bin selber eine linke Feministin, ich schäme mich dafür, für diese Geschichte. Dass linke Männer, die Homa Nater unter Druck gesetzt haben, dass die zu diesen Frauenprotesten hingeht, als eine Figur, als eine intellektuelle Figur, dahin geht und sagt, jetzt ist nicht die Zeit für diesen, wir haben jetzt einen antiimperialistischen Kampf, wir wollen diesen Kampf jetzt weiterführen, was ist das? Mit diesem Kopftuch auf dem Kopf, und das ist ja nicht gerade unser Problem.
Und das war unser Problem. Und eine Beleidigung ist auch von jetzt ist wirklich Schluss. Eine Beleidigung, es war schon jahrelang sehr beleidigend für viele von uns, die diese Kultur eben nicht haben, hatten oder wollten, dass überhaupt die Diversität unserer Gesellschaft verneint wird. Als ob wir eine homogene Gesellschaft sind, so. Und das ist Rassismus. Ne? Dieser kulturelle Relativismus ist Rassismus. Weil uns ja so als keine Ahnung, eine homogene Gesellschaft darstellt, ohne Geschichte, ohne Entwicklung, ohne Feministinnen, ohne progressive Kräfte, die eigene Gesellschaft, eigene Kontrollmechanismen in der Gesellschaft, eigene patriarchale Strukturen, eigene Systeme, eigene politische, hegemoniale Diskurse und so weiter und so fort kritisieren. So. Und was macht jetzt die deutsche Regierung? Sie laufen immer noch hinterher. Die sind jetzt, aber sind sie jetzt dabei? Baerbock hat, habe ich gehört, dass sie gesagt hat, der Fall ist geklärt für uns. Seit verdammte 2 Wochen. Wir wissen schon, dass China ermordet wurde. Wir brauchen den deutschen Staat nicht dafür, sich darum zu kümmern. Es geht hier auch nicht um Einbestellungen. Es geht hier darum, was macht ihr gerade mit diesen ganzen Verhandlungen? Worum geht es hier eigentlich? Warum, wenn ihr diese Sanktionen macht, warum macht ihr das nicht auf einmal, dass es weg ist? Warum muss unter, es ist 20 Jahre her, dass wir diese ganzen Reformisten, Verhandlungen hin und her, Kündigung der Verhandlungen, wieder neue Anfänge und wir wissen, daraus wird nichts. Und niemand hört diese iranische Gesellschaft, die sagt, auch wenn diese ganzen Verhandlungen zustande kommen, die sind ja schon mal zustande gekommen, die Mehrheit der Gesellschaft kriegt davon gar nichts. So. Ich glaube, es wäre jetzt Zeit, uns wirklich zuzuhören. Ja, danke, Lina. Ein guter Zeitpunkt, die Diskussion zu öffnen. Falls es Nachfragen, Beiträge gibt, genau, gerne melden. Wir reichen das Mikrofon um. Danke für eure Beiträge. Also ich fand es super informativ. Ich war jetzt diese Woche auf 2 iranischen Demos, also am Dienstag und am Samstag, die waren überhaupt nicht informativ, die waren sehr nationalistisch, sehr viele Monarchisten am Start und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Kurdenfrage da nicht besprochen wird. Also die iranische Diaspora, also meine Eltern kommen auch aus dem Iran und meine Mutter ist Kommunistin, so, die ist da lange nicht mehr dabei, aber ich bekomme das mit. Die Linke zieht sich da leider gerade sehr zurück. Es wird eine Volksfront aufgebaut mit Monarchisten und anderen Nationalisten, um ja keine Spaltung zu verursachen, damit die Demonstrationen so groß wie möglich sind. Das finde ich okay, aber ich halte es trotzdem für einen Fehler, weil ich denke, dass die Linke das, was 1979 passiert ist, hier gerade wiederholt, nur mit den Monarchisten. Damals hatte die Linke, also die größte kommunistische Partei, die Tudeh, hatte sich damals quasi mit Khomeini zusammengetan, um erstmal die Imperialisten rauszukriegen aus dem Land, und dann sozusagen zum Zug zu kommen. Und das, finde ich, wiederholt sich hier gerade. Dann nochmal zu der Heuchelei des Westens. Also ich glaube, das hat was mit dem Atomabkommen zu tun, warum Annalena Baerbock und CDU-Frauen sich dahinstellen und jetzt alle einen auf Feminismus machen, während man in Afghanistan, hat man das ja nicht gesehen so. Und da ist es ja genauso oder wenn nicht noch schlimmer. Ich finde es natürlich trotzdem gut, dass das gemacht wird, aber ich finde es geheuchelt so. Ich glaube nicht, also Deutschland ist ja der größte EU-Partner des Irans. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie Zufall ist, dass das gerade so passiert. Zum Hijab würde ich auch noch eine Sache sagen. Also es ist nicht nur eine feministische Frage, sondern im Iran auch eine Klassenfrage. Das hattest du ja auch gesagt. Das muss man nochmal hervorheben, weil in Nordteheran zum Beispiel leben vor allem reiche Iranerinnen und die werden kaum von der Sittenpolizei kontrolliert und wenn, dann rufen die an, ihr ruft ihre Familie an und dann ist wieder gut. Ja? Also die Sittenpolizei ist vor allem im Zentrum. Sie zahlen dafür. Genau, sie zahlen dafür, die schmieren die Polizei so und deswegen ist das im Iran eine Klassenfrage auch und wenn hier in den Medien die ganze Zeit nur, also wie gesagt,
übergreifend CDU, Grüne und so weiter, alle irgendwie zusammenkommen, die sind nicht links so und die haben keine Ahnung, dass das im Iran auch eine Klassenfrage ist. Das ist auch eine linke Frage. Und die Idee des Sozialismus ist im Iran sehr verbreitet. So, die haben 2017, 2018 haben die Haftapé und so weiter, also die Zuckerrohrfabrik und Ölarbeiter und so weiter gestreikt. Jetzt gab es wieder Streiks, so von den Lehrerinnen und auch von anderen. Also die Idee des Sozialismus ist verbreitet, nur das Problem ist, dass, und das sieht man, wenn man sich die Exil-Iraner, die Linke hier anguckt, dass sie sehr desorientiert und desorganisiert sind. Sie haben keine Führung, es fehlt an einer politischen Führung, die Taktiken und Strategien hätte, die das Militär irgendwie versuchen würde, auf die Seite zu ziehen oder irgendwie an Waffen zu kommen, weil ein bis an die Zähne bewaffnetes Regime kriegst du nicht einfach so weg. Und genau, also das war einfach alles, was ich sagen wollte. Ich glaube, das war es jetzt. Genau, hier vorne gab es noch eine Meldung. Ja. Erstmal vielen Dank, dass du diesen Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft gemacht hast. Das wird in den deutschen Medien und in den deutschen Debatten so gut wie nie gemacht beim Iran. Und dass ihr auf die iranische Gesellschaft guckt, völlig zu Recht, und nicht permanent nur von einem islamischen Staat faselt, wie das bei uns permanent geschieht. Meine Frage schließt sich an die von der Vorrednerin an. Dieser Protest, mir kommen die Proteste im Iran ganz oft so vor, dass sie sich nicht einfach aufteilen lassen in entweder pro-Regime oder pro-westlich, pro-liberal, pro-USA womöglich, sondern dass es eine Perspektive auf was Drittes ist. Und die Frage ist, wenn ihr das jetzt über Kurdistan so, das war mir so gar nicht so klar, dass das so eine Dimension hat, deutet das ja auch darauf hin, dass das eher auch ein linker Protest ist, der aber ja aktuell in der außenpolitischen Situation, wo dieses Regime ja mit Putin mehr zusammen ist als mit der USA und man annehmen kann, dass die USA ein größtes Interesse hat, dass dieses Regime kippt, eher nochmal ganz heikel ist. Wie wird denn das thematisiert? Ich wollte noch ganz kurz technisch darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung als Audio-Livestream bei Twitter streamen. Also das heißt, Leute, die nicht möchten, dass gestreamt wird, bitte kurz Bescheid sagen. Es tut mir leid, dass ich es jetzt erst sage. Es reicht, wenn sie nicht ins Mikrofon geredet wird. Es reicht, wenn nicht ins Mikrofon geredet wird. Genau. Vielleicht noch ein weiterer Beitrag und dann kriegt ihr die Gelegenheit zu antworten, okay? Ja. Das wird immer länger. Ne? Ich weiß. Das sind so wirklich komplizierte Fragen. Ja, ich würde trotzdem versuchen, noch einen Beitrag oder eine Meldung dran zu nehmen. Oder gut, dann seid ihr direkt dran. Also, erstmal zu dem ersten Beitrag. Es war ja eigentlich keine Frage, oder? Es war ja. Also, jetzt hast du fast aufgemacht. Ich kann heulen. Ne? Weil jahrelang, also ich komme ja selber aus der linken Szene. Ich bin ja seit, keine Ahnung, über 10 Jahren schon mit linken Iranerinnen und Deutschen und so weiter und so fort, eher aktiv. Aber ich muss sagen, ich bin auch sehr enttäuscht von Linken und vor allem von den Linken außerhalb des Irans. Also die haben es irgendwie nicht gecheckt, was gerade los ist. Die haben auch jahrelang haben wir versucht, denen das zu erklären, haben sie halt nicht akzeptiert. Und irgendwann habe ich aufgehört, mich mit denen zu organisieren, weil sie haben mich auch irgendwie so, keine Ahnung, aufgehalten. Weil seit Jahren sagen wir, dass die Frauenfrage im Iran, das ist ja, was du gerade gesagt hast, nicht nur eine Genderfrage ist, sondern schon eine Zusammenfassung oder Manifest des iranischen Staates, Ideologie des iranischen Staates ist. Und das beinhaltet natürlich auch diese ganze soziale Ungerechtigkeit, ökonomische, dieser Hijab, Zwang hat, wie du auch gesagt hast, soziale und ökonomische Aspekte. Wobei, ich bin nicht dafür, weil ich ja auch selber im Iran gelebt habe, 19 Jahre, fast 20 Jahre. Ich habe ja auch Frauen gesehen, die im Nordteheran festgenommen werden, und zwar brutal. Weil in dem Moment, wo du festgenommen wirst, bist du eine Frau. Und dieser Aspekt, diese Misogynie muss anerkannt werden. Wir brauchen das nicht runterzumachen, um eine Sache zu erklären. Die Sache ist, was du danach gesagt hast. Der Vater ist ein Staatsfreund,
ruft einmal an und sagt, lasst meine Tochter raus. Und wenn die Tochter eigentlich schon wirklich gute Tochter der Familie ist, kommt auch raus. Wenn nicht, dann nicht. Also wenn sie sich gegen den Vater stellt, dann erst dann, wenn der Vater selber, dass sie da im Gefängnis war. Also es ist schon ein bisschen komplizierter. Es ist, wenn wir sagen, dass es intersektional ist, es ist keine Parole. Das ist eine Wirklichkeit. Man kann es nicht vereinfachen. Bitte Leute, versucht es nicht zu vereinfachen. Und das ist ja ein Problem der Linken all diese Jahre gewesen. Die haben versucht, alles zu vereinfachen. Für sich selber, weil sie nicht klargekommen sind mit ihrer historischen Rolle, was sie ja verkackt haben. Damals, Entschuldigung, 1979. Weil damals, im Unterschied, es ist ja auch nicht eins zu eins vergleichbar, damals hatten sie eine sehr, also die ganze, damals hat Khomeini die Diskurse von Linken übernommen, sabotiert, anders formuliert, damit er gut ankommt. So, jetzt ist es anders. Das ist auch nicht vergleichbar. Was ja halt man auch wirklich sagen muss, damit ist ja nicht jetzt alles, jetzt keine Ahnung, die Linken sollten auch nicht jetzt vertoffelt werden. Man hat eine Generation von Linken auch dann systematisch vernichtet, im Jahr 1988. Systematisch. In einem Sommer. Tausende. 16-Jährige. Wegen einem Blatt, was sie in der Hand hatten. So, und innerhalb der Gesellschaft wurden die Linken auch verteufelt. Also wir werden von beiden Seiten verteufelt, von Monarchisten. Ich bekomme ja immer den Shitstorm über mich. Auf Twitter gibt es ja entweder von Monarchisten oder von Regimeanhängern. Die treffen sich ja auch manchmal so gut zusammen. Aber was halt sehr wichtig ist, jetzt an deiner Frage, wo die Linke ist. Die Linke ist, also wo die sozialen Fragen sind, ne, gibt es ja Leute, vor allem im Iran, so diese ganze Jugendliche, die nimmt man nicht ernst. Ja, aber man sieht ja, was sie gerade machen. Viele von denen sind wirklich 18-Jährige, 19-Jährige. Und man muss ja, wenn man weiß ja, wer von denen verhaftet wurde, weil wir wissen ja, wir dürfen ja nicht sagen, wer ist, so. Aber wir wissen manchmal, welcher Account, welche Person im Iran. So, wir müssen das wissen, damit wir diese ganze Nachrichten auch weiterleiten und so weiter und so fort, wenn Leute verhaftet werden. Wenn wir lesen, was sie alles schreiben in sozialen Medien oder wie sie die Sache uns erzählen, sie sind gar nicht so dumm. Wenn es eine, wenn es keine Leitung gibt, wenn es keine politische Leitung gibt, linke politische Leitung gibt, die das organisiert, ist das Versagen der älteren Linke. Deswegen habe ich ja auch immer mal ich habe es immer mal aufgegeben, für die Linke die gute linke Feministin zu sein. Ich habe versucht, die echte Feministin zu sein. Damit ich, wenn ich irgendwas Linkes sage, diese Frauen nicht sagen, halt deine Klappe, du hast da versagt. So. Und es ist wirklich so. Ich habe viele Leute, die mich folgen, die sind selber nicht links, aber die kommen und gucken und sagen, ja, hier hast du recht. Also hier kam, ne, ich wurde schon überzeugt, du hast recht damit. Es ist sehr komplizierter als das und ich glaube, dieser ganze Fokus auf diese Monarchisten außerhalb des Irans ist auch fatal. Die haben das Recht zu demonstrieren, ich gehe da nicht hin. Basta. Ich versuche meine eigenen Demos, meine eigenen Kundgebungen, wo linke Parolen gerufen wurden, wo nicht so viel Nationalismus sich äußert. So, ich versuche, die zu organisieren, anstatt dahin zu gehen, mich darüber aufzuregen, was sie da machen. Eine demokratische Gesellschaft muss es aushalten, dass es auch andere, als ob, in Deutschland gibt es ja auch AfD, Entschuldigung. Wir haben es auch verdient, mal auch in, wie Deutschland zu leben. Also jetzt erstmal, wir müssen nicht das erste Land sein, das mit Sozialismus. Ne? Wirklich, warum ist das unsere Aufgabe? Jetzt erstmal, wir können auch diese historische Entwicklung machen, die Leute im Westen gerade machen. Warum ist es nicht unser Recht, einmal diese Kopftücher erstmal abzulegen, individuelle Freiheiten zu bekommen, um uns zu politisieren, um zu organisieren? Weil was hier die iranische Linke macht, ist ja aus linke Gedanken eine Religion zu machen. So immer belettern zu können, nein, da hat Marx das. Noch nicht mal das.
Die haben die zitieren Marx falsch. Entschuldige, ich kann nicht so verlogen sein und meine eigene politische Strömung so romantisieren. Ich bin sauer. Wir haben diese Probleme mit Rechten, weil sie ja, weil die Linke immer eher auf die Rechte guckt als auch auf die Gesellschaft. Es war das. Und auch wenn es im Interesse von der USA ist, dass dieser Regime stürzt, ist mir egal. Es ist auch in meinem Interesse. Es ist mein Recht, zurückzukehren in den Iran, mich zu politisieren, meine Mutter zu sehen, die ich in den letzten 20 Jahren 2 Monate gesehen habe. Das ist ein Missstand. Das ist, man muss sich dieses Ausmaß des Missstandes mal vorstellen. Sind andere Menschen, andere Gesellschaften, entschuldige, dass ich zu lange spreche, weil es auch ein sehr wichtiges Thema ist, sind andere Gesellschaften, andere Bevölkerung in der Lage, so viel zu leiden, damit sie die Idealen von anderen erfüllen? Das ist unsere kollektive Aufgabe. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir machen müssen. Mit neuen Linken. Entschuldigung, aber die Ältere hat versagt. Ja, danke dir, Dina. Ich glaube, das war schon wichtig, dass du das jetzt genau so nochmal ausgeführt hast und eben nicht gezeigt hast, dass es doch viel komplexer ist, als es oft scheint und auch die Linke uns genau dieser Komplexität stellen müssen und genau, es da auch nicht die einen Ausflüge wie eine Antwort gibt. Schau jetzt nochmal in die Runde, ob es noch weitere, genau, da hinten gibt es noch eine Meldung, gibt es weitere Fragen, Beiträge? Ja, danke dir nochmal, dass du so gut geantwortet hast. Also wenn jemand anderes was sagen will, dann frage ich jetzt auch. Ansonsten würde ich noch dazu sagen, also ich gebe dir recht, also dass es intersektional ist, auf jeden Fall. Ich würde nur sagen, also es ist kein Zufall, dass Länder wie Iran oder Irak, Afghanistan und so weiter eben keine Demokratien sind. Ich finde, da braucht man nämlich eine Imperialismusanalyse, was die Linke nämlich leisten kann, um zu sehen, warum Länder wie Iran, wie gesagt, auch andere Länder, jetzt nicht nur im Nahen Osten, ja, die von den kapitalistischen Zentren ausgebeutet werden, warum die in ihren Ländern keine Demokratien haben, damit die Arbeiter aufstehen können und ihre eigenen Gewerkschaften formieren können oder ihre politischen Parteien. Das ist ja kein Zufall. Und dafür braucht man halt eben, finde ich, eine kapitalismuskritische Analyse und keine liberale Analyse, wie du sie jetzt gesagt hast. Also da würde ich dir wirklich widersprechen und sagen, ja, natürlich haben wir Iraner, Irak, Afghanen und so weiter, natürlich haben wir das alle verdient, aber es gibt wohl einen Zusammenhang zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem iranischen. Das ist auch ein Kapitalismus, aber er ist halt quasi faschistisch, ja, oder mit Taliban in Afghanistan und so weiter. Und dafür bräuchte man, also zum Beispiel habe ich auch auf der Demo das gesagt, hier gibt es ja dieses Unternehmen Avancloud, ja, die sind das hat mir ein Freund, der auch hier sitzt, gesagt, dass die direkt dafür verantwortlich sind, dass es im Iran diese Internet-Blackouts gab. Ja? Und wenn man hier in Deutschland eine Arbeiterklasse hätte, die ein Klassenbewusstsein hätte, dann könnte man wirklich materiell, praktisch, ja, eine internationale Solidarität üben, indem man dieses Unternehmen zum Beispiel bestreikt. Das Problem ist ja nicht nur, wie du sagst, ich glaube auch nicht, dass der Sozialismus im Iran jetzt auf der Tagesordnung steht. Und wenn, dann würde es wahrscheinlich so kommen wie Russland oder andere Länder, die nämlich eher unterentwickelt waren, dann würde es wieder dazu kommen, dass dieses Land sich komplett abschotten muss. Und das wäre ja nicht im Interesse, also der Sozialismus muss international sein, ja. Und deswegen muss es in den Zentren, also in den USA, in Deutschland und so weiter, hier müsste die Arbeiterklasse aufgebaut werden, damit man diesen Arbeitern in diesen Ländern halt eben auch helfen kann, die vom Staat, ja, also von der iranischen Regierung, von der iranischen Kapitalistenklasse und von der westlichen Kapitalistenklasse doppelt und dreifach ausgebeutet werden. Es ist kein Zufall, dass im Iran 2017, 2018 es zu Protesten kam, weil die Arbeiter teilweise ein halbes Jahr ihre Löhne nicht ausgezahlt bekommen haben. Wo gibt es denn das? Ja? Und das hat ja wohl etwas mit Imperialismus zu tun und dafür braucht man eine Linke. Ich muss direkt was dazu sagen. Genau das ist ja das Problem der Linken. Immer zu betiteln. Als ob ich jetzt eine liberale Analyse hätte über die Situation. Als ob das, was ich sage, unbedingt sofort
Also ich werde ja von Liberalen sowieso verhasst, weil ich ja so links bin, so wie ich bin. Aber ich werde meine Meinung nicht ändern, damit ich bei den Linken, ihr seht schon die Diskussion, ne? Jetzt sehen wir dabei, ob Antiimperialismus wichtig ist. Sie haben bestimmt noch nicht mal meinen Artikel über antiimperialistische Einflüsse über den Iran gelesen, ne? Das ist ja das Thema. Man kann nicht in so einer Runde alles jetzt so ausführlich erklären, damit das bei den Linken gut ankommt, so dass sie dich nicht angreifen. Nee, das ist halt so. Wenn sie das nicht wissen, wenn sie das nicht wissen, ob das eine aus einer liberalen Analyse herauskommt oder ob es doch aus einer linken Analyse heraus mit einer Perspektive kommt. Was soll diese ganze Betitelung? Jetzt, ich bin liberal. Was haben wir jetzt damit erreicht? Was ich damit sagen will, wir haben diese ganze anti-imperialistische Analysen gehabt. Es ist nicht so, es fehlt nicht daran. Es ist nicht so. Ich weiß, kannst du Farsi lesen? Okay. Siehst du, das ist ja auch eine Machtstruktur zwischen uns. Du weißt gar nicht, was ich auf Farsi geschrieben habe, weil du es nicht lesen kannst. So, entschuldige, aber ich muss jetzt darauf reagieren, weil es triggert mich immer, wenn es um diese ganze Debatte geht, damit, keine Ahnung, damit es irgendwie so bei Linken gut ankommt, darf man gewisse Fakten nicht ansprechen. Und zwar, wir sind nicht in einer Lage, wo wir sofort eine sozialistische Revolution anfangen können. Es geht ja darum, diese Schritte zu gehen, nach vorne zu gehen. Und jeder progressive Sozialist würde das auch bestätigen, dass wir immer Fortschritte sind. Also wir können nicht sagen, dass es, weil es nicht genug ist, wollen wir das nicht. Und das ist keine liberale Analyse zu sagen, wir wollen diese Freiheiten haben, weil diese ganzen politischen Freiheiten führen auch dazu, dass man sich als Linke besser organisieren kann, auch sich besser äußern kann und auch von diesen ganzen antiimperialistischen Einflüssen rauskommen kann. Wenn man demokratischere Mittel hat, sich zu äußern, braucht man diese ganze Strukturen dann auch weniger. Sie werden sich nicht komplett in Luft auflösen, aber man hat dann andere Mittel, um sich zu äußern. Im Moment sterben Leute dafür. Die werden auf der Straße erschossen. Wenn Sie hören von einer linken Feministin, die auch im Iran bekannt ist als linke Feministin, nicht als Liberale, wenn Sie von mir hören, dass es nicht antiimperialistisch genug ist, dann sagen Sie zu Recht aus meiner Perspektive, halt deine Klappe. Ihr habt es einmal mit dieser Dualität versagt. Hört auf mit dieser Dualität. Es ist komplizierter. Ich will nur das sagen. Danke dir, dass du das nochmal klargestellt hast. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass eigentlich, also zum einen gab es vorhin auch viel Zustimmung zu deinem Beitrag, in dem du das ausführlich erklärt hast, wie kompliziert und komplex es eben auch als Linke ist, auf diese Situation zu schauen. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass dein Beitrag, dass er eigentlich so ein bisschen auch versucht hat aufzugreifen, sondern nur zu sagen, dass man eben auch eine antikapitalistische oder du hast eine globale antiimperialistische Sicht auf das, was im Iran passiert, nicht außer Acht lassen kann, was du ja aber auch nicht tust. Ne? Und es ist richtig, dass man dieses kategoriale Denken da vielleicht einfach manchmal nicht, dass das da nicht greift, weil das eben viel komplizierter ist als eigentlich. Ich komme nicht immer mit meiner marxistischen ID-Karte. Ich wurde schon mal als Marxistin, alles, was betitelt ist, mir egal, was man mich nennt. Mir ist gerade, es geht um Menschen, die jetzt auf der Straße sind, erschossen werden. Es geht darum, dass sie weiterkommen, dass wir weiterkommen. Und dann in einem demokratischeren, also in einem radikal demokratischeren Zustand, in einer Demokratie meine ich nicht, unbedingt Demokratie heißt auch nicht diese Demokratie, dass wir hier leben. So. Es gibt ja auch andere Formen von Demokratie, in Rojava und so weiter. Da ist auch nicht Sozialismus. Und da gab es auch Linke, die gesagt haben, oh, die Kurdinnen, da die sprechen jetzt mit der USA, die sind jetzt in Händen. Wir kennen diese ganze Diskussion. Ne? Es geht ja erstmal darum, überhaupt Mittel der Demokratie, dass die greifbar werden, dass ich nach Hause gehen kann zu meiner Mutter, und auf der Straße gehen kann im Iran und nicht mit diesen ganzen Problemen, Verzögerungen, Internetprobleme und so weiter und so fort. Wirklich so Situationen, die sogar linke Denker unserer Zeit, die als
so keine Ahnung, unmögliche Situation der Menschen beschreiben. So als pure, nicht vorhandenes Leben. Das ist ein nicht vorhandenes Leben im Iran. Und als ob wir zum Beispiel nach der Zeit vom Faschismus in Deutschland sofort über Sozialismus sprechen könnten. Natürlich, es braucht ja, das Einzige, was ich sagen will, wir haben das Recht, unsere Entwicklungen zu machen und zu erlauben, eine andere Entwicklung zu machen und rauskommen aus diese Dualitäten, die uns einengen in unsere politische Aktivität und Einflüssen. Das ist wichtig, dass es mir egal ist, ob ich als Marxistin gesehen werde oder nicht. Es zählt ja, was ich dann im Endeffekt mache, nicht was ich von mir behaupte zu sein. Und genau das haben ja die letzten zwei Wochen bewiesen, dass es... Entschuldigung, ich wollte den Zwischenablauf nicht abhören. Genau, ich würde jetzt noch einmal in die Runde fragen, ob es noch weitere Fragen und Kommentare gibt. Ja, da ist noch ein Kommentar. Ich wollte fragen, wir haben viel darüber gesprochen, wie groß die Demonstrationen sind und wie groß der Rückhalt ist. Jetzt habe ich die Frage, wie groß der Rückhalt innerhalb des Regimes ist. Also wenn ich darüber nachdenke, dass die Revolutionsgarde, glaube ich, das größte Unternehmen auch im Iran, das heißt, haben wahrscheinlich auch relativ viele Angestellte, die ökonomisch von denen abhängig sind. In dem Sinne wahrscheinlich auch da ein großer Rückhalt. Wie schätzt ihr das ein? Also es gab, glaube ich, Versuche von der Regierung, Demonstrationen zu initiieren. Die waren, glaube ich, relativ klein, soweit ich das bei Twitter gesehen habe. Aber genau, vielleicht auch ein. Ich muss auch mal kurz das Mikro sprechen für die Leute, die bei Twitter zuhören. Das war die Frage nach der Unterstützung der Regimeanhängerinnen und der Mobilisierung auch des Regimes. Ich würde noch gerne eine weitere Frage nehmen und da hinten auch noch, um dann einmal zusammen zu antworten. Ja, hier vorne, Sie war vorne. Eine ganz andere Frage. Ich wollte jetzt nicht... In meinem Alter gehe ich nicht mehr über Max oder sowas, es ist vorbei. Aber eine ganz andere Frage, Sie erwähnten so oft das Wort Monarchisten und das überrascht mich sehr, weil ich bisher nicht mit dem Iran verbunden, dass also sich dort Gruppierungen bilden, denn der Schah, wissen wir ja, wieder in Power kam und deswegen bin ich überrascht, dass sich dort heute wieder so etwas oder im Ausland, das weiß ich nicht, formiert und dazu war meine Frage, wie kann ich das einordnen? Sind, ist so ein bisschen meine Frage, wie es gerade so ein bisschen, ob es sowas gibt wie so Solidarität bzw. Zusammenschluss gerade in dieser Situation oder ist es eher dadurch, dass ja so ein bisschen diese Verteufelung stattfindet oder ist es immer noch etwas Separates, was stattfindet, ob da irgendwie so ein bisschen Information ist. Also die Frage nach der Solidarität mit der kurdischen Bevölkerung, ob da mehr zusammen entsteht, gerade im Iran, richtig? Genau, ob es da ein bisschen mehr Informationen gibt oder ob es immer noch sehr separat ist. Genau, da kann Helene ja vielleicht drauf antworten. Und dann würde ich dich aber erstmal bitten, zu der Frage der Regimeanhänger und auch die Frage der Scham-Anhänger, der Monarchisten, was zu sagen. Ich weiß noch, als Qasem Soleimani im Irak von den USA ermordet wurde, dass eine Kollegin von Medico mich angerufen hat, um so ein bisschen das einzuordnen, weil es gab ja angeblich, gab es ja bei der Beerdigung von Qasem Soleimani 3 Millionen Menschen waren auf der Straße. Ne? Er war sehr überrascht, also weil wir sehr oft schon miteinander gesprochen hatten auch, und ich sehr oft berichtet hatte, was da gerade los ist. Und eigentlich, ich bin ja schon eine Optimistin, auch wenn die Lage schlecht ist, sehe ich so ein bisschen die Jahre später und sage, ach, aber das und das hat sich geändert. Und er meinte dann zu mir, ja, Mina, du bist ja immer so optimistisch, aber guck mal, das ist ja eine Masse auf der Straße, das ist ja so unglaublich groß und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm gesagt,
Weißt du, wie viele Soldaten die Revolutionsgarden offiziell haben? Offiziell. Es gibt die inoffizielle Zahl, das ist viel größer, wie man es auch sich denken kann. Offiziell sind es 150.000 Soldaten. Eingeschulte Soldaten. Eingeschulte, die sind dafür eingeschult, uns umzubringen. Und auch Menschen außerhalb des Irans, in Syrien, im Irak, in Jemen und so weiter und so fort, umzubringen. Neue Einheiten selber zu bilden, Hashd-al-Shaabi im Irak, so Houthis in Jemen, ne? In Libanon sowieso, Hezbollah wurde von Khomeini mitgegründet. Auch die Ideologie von Hezbollah kommt ja von Khomeini. Verfasst und mitorganisiert quasi. Für einen Urteil in der Region. Also es geht ja auch nicht nur in Iran, es geht ja um die gesamte Region, wie viele Urteile diese haben. Ja, und die werden natürlich, die iranischen Familien sind auch ein bisschen größer als die deutsche, also mindestens sind zum Beispiel, du ernährst ja quasi als eine Soldat oder als eine Revolutionsgardenanhänger und so weiter und so fort, vielleicht mehr als 10 Personen. Mal rechnen, wie viele werden das? Der Staat organisiert die, wenn es darum geht, um zu sagen, ich habe auch. Aber sie soll einmal einfach gar nichts machen. Und dann kann man erstmal gucken, wie die Relation ist. Wir haben keinen Zugang zu der Relation der Sache. Wir sehen aber schon, wie auch in anderen Bildern gezeigt wurde, aber es gab eine Szene, wo so Jugendliche sich gesammelt haben und Bilder, so Plakaten, große Plakaten von Soleimani angezündet haben, runtergerissen haben, in Kerman, wo er herkommt. So. Das ist, diese Spaltung ist da. Ist tatsächlich, es gibt eine Spaltung nach der iranischen Gesellschaft. Es gibt natürlich auch diese Rückhalt von, aber die sind, viele von denen sind abhängig. Und zwar nicht nur ökonomisch, aber ökonomisch ist wichtig. Oder sie sind so weit vertieft in diesen ganzen Verbrechen, die der Staat schon begangen hat, dass sie gar nicht mehr rauskommen. Dass sie, auch wenn sie jetzt rauskommen würden, werden die von der anderen Teil der Gesellschaft überhaupt nicht mehr akzeptiert. Mittlerweile kommen ja Namen raus und man kennt, man versucht ja das auswendig zu lernen für die Zukunft. Also die iranische Bevölkerung plant für die Zukunft. Deswegen denke ich auch, deswegen bin ich auch immer so optimistisch. Zu der Frage von Monarchisten. Die gab es immer. Weil der Sohn von Shah und die ganze Familie, der selber ja auch, aber der war ja kurz danach war ja tot, die sind ja mit Kohle rausgeflohen. Und die haben ihre eigene Community gehabt, all diese Jahre. Und als irgendwas losgegangen ist im Iran 2009, haben sie einen Fernseher gegründet. Also jetzt nicht die Familie, man kann es nicht sagen, okay, ich nehme es zurück, weil es ist nicht transparent. Aber es ist halt so eine kleine Ahnung, eine vulgäre Fernseher mit viel Zuschauer, die halt auch normalerweise sich eigentlich mit so Kleinigkeiten, so keine Ahnung, Entertainment beschäftigt, also so viele solche Sendungen hat und dann auf einmal eine Dokumentation über die Revolution, wo der Schah quasi romantisiert wird, zurück in die Vergangenheit, so die Tunnel, diese Tunnel der Vergangenheit, damals, Nostalgie, damals haben die Frauen keine Kopftücher getragen und so weiter. Und das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren weiter politisch formiert, neue Einheiten sich gegründet, meistens von den außerhalb des Irans, aber auch man darf nicht lügen, also die revolutionär ist, die Wahrheit zu sagen, hat Rosa Luxemburg, glaube ich, gesagt. Und zwar die Wahrheit ist, dass sie einen Zuspruch innerhalb der Bevölkerung gewonnen haben, tatsächlich. Und das heißt, weil es keine Alternative ist. Ich glaube, das hat auch Rosa Luxemburg gemacht, dass ohne Sozialisten die Alternative Faschismus steht immer vor der Tür. So. Die stehen da vor der Tür, natürlich, mit Kohlen sogar, mit Ressourcen, Fernsehen und so weiter und so fort. Es ist auch einfacher, die zu glauben, weil die ja sofort sagen, guck mal, das war damals, waren gar nicht so schlimm und die Linke waren schlecht
Und die Linke ist hinter Khomeini standen, was ja auch wiederum wahr ist. Also sie vermischen viel Wahres und viel Unwahrheiten. Und daraus die planen ja auch mit für diese Zukunft. Wie gesagt, eine Linke, die so damit beschäftigt ist, erstmal sofort, wenn hier sie neben mir sitzt und sagt, ein Wort, was hier nicht passt, dann müssen wir erstmal, ne, also es ist, kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Es gibt keine linke Einheit, die sich diesen eine Sache, über diese eine Sache einen Konsens hat. Was ist die Strategie, dass sie weg sind? Und nicht einfach nur irgendwelche Streiks. Ich habe über diese Streiks übrigens, so wie ist Medico auf mich zugekommen, dass ich die ganze Zeit über diese Streiks berichtet habe damals. Es geht aber, es reicht nicht. Es braucht eine politische Einordnung dieser Streiks. Und es braucht es auch, dass es nicht nur eher so ein bisschen ökonomisch immer richtig viel gesagt wird und bei politischen immer so ein bisschen zurückhalten. So ökonomisch viel gesagt wird und wieder bei politisch, es ist eine Diktatur. So. Nein, es muss groß gesprochen werden. Und jetzt werden sie auch etwas lauter wegen dieser Geschichte, aber sie laufen gerade hinterher. Was aber mir Hoffnung macht, ist es, dass ich vor dieser Diversität keine Angst habe. Ich denke, wir müssen riskieren. Ich werde riskieren. Ich werde alles dafür geben, dass es sich besser entwickelt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann haben wir verloren. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch, um das so nach vorne zu bringen, und zwar von einer progressiven Perspektive. Übrigens, ich gehöre auch eine ethnische Minderheit. Ich habe zweimal darüber gesprochen in iranischen Medien und 5 Minuten halt bei BBC Farsi mal gesagt, so, dass im Iran ein unendliches Land ist und unterschiedliche Sprachen da gesprochen, diese Monolog, ne, das ist nicht, ne, okay und so weiter und so fort. Die sind so krass auf mich losgegangen, die Monarchisten, so krass auf mich losgegangen. Die haben mich mit denselben Vorwürfen beworfen, die die iranische Medien im Iran gemacht haben. Die haben mich als Separatist bezeichnet, was ja meine komplette Familie in Gefahr bringt. Dabei ich noch nicht mal wirklich daran glaube, dass jetzt, keine Ahnung, die Unabhängigkeit der Gilan für uns gut wäre. So. Noch nicht mal das. Also ich habe nirgendwo irgendwas darüber geschrieben, dass ich will, dass Gilan zum Beispiel oder Kurdistan, ist sowieso nicht meine Sache. Ich darf das ja nicht mitentscheiden. Alleine das Wort ethnische Minderheit, es braucht es ja, damit die auf dich losgehen. Aber wir sehen schon, dass in der Gesellschaft, jetzt kannst du auf die andere Frage weiter antworten, wir sehen, dass die Gesellschaft sich schnell zueinander findet. Es ist nicht so schlimm wie vorher. Also es ist die, ne, kannst du erzählen. Genau, das ist vielleicht eine gute Überleitung, wollte ich auch sagen, zu der Frage nach der Solidarität und des Zusammenwachsens im Rahmen jetzt auch dieser Proteste. Ja, auf jeden Fall. Also die Proteste haben sich ja über das ganze Land danach verbreitet. Und ich glaube, es wurde relativ schnell klar, es geht hier nicht um ein bestimmtes Thema, also auch nicht nur um Zwangsverschleierung, auch nicht nur um Ginas Identität als Kurdin, sondern ich glaube, da haben viele Faktoren dazu geführt, dass es so explodiert ist. Aber gleichzeitig ist der ganzen Gesellschaft bewusst, dass das eine viel größere Sache ist, ein viel größerer Aufstand ist. Und ich habe ja vorhin diesen Generalstreik erwähnt, zu dem auch kurdische Parteien, kurdische Organisationen aufgerufen haben. Und dem sind zum Beispiel auch Menschen außerhalb von kurdischen Gebieten gefolgt, haben Solidarität gezeigt, haben die Läden geschlossen und so weiter. Also ich denke, diese Solidarität ist auf jeden Fall da und die Bereitschaft zusammenzuarbeiten und auch, dass der Slogan Jinjian Azadi, der Slogan der kurdischen Frauenbewegung in Farsi übersetzt und auf die Straßen getragen wird, ist finde ich auch ein Solidaritätssymbol auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch die Gefahr, also du hast mehr Zugang zu diesen Quellen in Farsi natürlich, also das kann ich nicht mitverfolgen, aber ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, das waren irgendwie auch vor allem Cis-Männer, die das gesagt haben, die eben komplett diese kurdische Dimension oder diese kurdische Geschichte dieses Slogans oder generell dieses ganze kurdische Thema aus den aktuellen Entwicklungen rauslassen oder zum Beispiel sagen, ja, Zan Zendagi Azadi, der Slogan der iranischen Frauenbewegung. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen und ich glaube, da ist auch so eine Gefahr, so ein bisschen von so einer
Unsichtbarmachung auch von diesen kurdischen Widerständen. Aber ich denke, die Bereitschaft, solidarisch miteinander zu sein und zu kämpfen und Aufstände zu organisieren, ist viel größer als das. Und ich will eigentlich auch noch gerne was zu den anderen Sachen sagen. Also ganz kurz vielleicht noch. Also ich denke, die kurdische Frauenbewegung, also jetzt zu diesem Thema mit dieser dritten Alternative und auch dieses Thema mit Komplexität und halt trotzdem bestimmte Prinzipien zu haben. Ich glaube, die kurdische Frauenbewegung, also ist für mich persönlich ein großes Vorbild, was das betrifft. Also Kurdistan ist an sich total komplex, eine komplexe Gesellschaft, auch nicht homogen. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Konflikte und Unterschiede zwischen den verschiedenen kurdischen Gebieten. Es gibt verschiedene Religionszugehörigkeiten und so weiter. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, genau. Also es gibt einerseits diese Komplexität, genau. Und ich denke, die kurdische Frauenbewegung hat es geschafft, diese Komplexität einerseits anzuerkennen, aber trotzdem, also dieser Slogan Jinjian Azadi kommt ja von dieser Frauenbewegung, die eben auch gleichzeitig seit Jahrzehnten verstanden hat, auf bestimmte Staaten oder staatliche Akteure ist nicht Verlass, wenn wir was bewegen wollen. Also das ist auf jeden Fall immer so ein Prinzip gewesen, was beibehalten wurde. Ich glaube, es hat auch einfach mit der Geschichte der Kurdinnen zu tun, dass wir eben keinen Nationalstaat haben und so weiter. Aber vielleicht ist das genau auch gut gewesen dafür, dass wir dieses Staatensystem und ablehnen einerseits und andererseits auch verstehen, wir können uns nicht auf Deutschland verlassen, wir können auch nicht uns auf USA verlassen, auf US-Intervention irgendwie verlassen. Also USA ist nicht unser Freund, Russland ist auch nicht unser Freund, Deutschland ist auch nicht unser Freund. Diese vier Besatzerstaaten sind auch nicht unsere Freunde. Und ich glaube, das ist so ein verbindendes Element in der kurdischen Gesellschaft, also diese Ablehnung gegenüber so staatlicher Intervention, wenn es um Aufstände geht. Also ich glaube, das, was die kurdische Bewegung ausmacht, ist eben anzuerkennen, okay, wir haben ganz verschiedene Positionen, wir haben auch ein großes Problem mit Patriarchat. Ich meine, die Frauenrevolution in Rojava ist auch nicht bei allen Männern nur auf positive Reaktionen gestoßen. Okay. Aber das muss man aushalten, genau. Das muss man eben verhandeln und Revolution lebt von dieser Komplexität, von diesen Meinungsverschiedenheiten. Und ich finde, das hat die kurdische Bewegung ganz, ganz gut hinbekommen. Also einerseits die Komplexität anzuerkennen, andererseits zu sagen, wir haben diese Prinzipien, auf Staaten können wir uns nicht verlassen. Wenn Baerbock von feministischer Außenpolitik redet, wir wissen, dass das leer ist, weil sonst hätte sie schon längst Erdogans Angriffe in Kurdistan verurteilt zum Beispiel oder irgendwas zur Situation in Afghanistan getan. Und ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall so etwas, worauf wir auch schauen können. Also ich glaube, da ist auch immer die Gefahr, man darf nicht die verschiedenen Teile Kurdistans miteinander vergleichen, weil es sind sehr viele Unterschiede da zwischen den Staaten und der Art, wie Kurdinnen in diesen Staaten unterdrückt wurden. Hm. Aber ich denke, was den Widerstand betrifft, gibt es verbindende Elemente. Also die kurdische Arbeiterpartei, die kurdische Bewegung ist ja in allen vier Teilen organisiert und vorhanden auf verschiedene Art und Weise. Und versucht, diese Prinzipien am Leben zu erhalten. Und ich denke, das kann auf jeden Fall eine Inspiration sein. Und ich meine, wenn Jinjian Azadi heute in Kabul gerufen wird, ich glaube, das ist auch ein Echo von diesem Widerstand, den die Menschen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben. Ich finde, das ist schon, also nicht nur, weil ich Kurdin bin, ich finde auch objektiv gesehen, nee, ich finde es auch, ist das ein krasser Lichtblick. Ich bin keine, ich teile diese Meinung, und zwar, es sind Sachen passiert, weil du ja gesagt hast, du hast ja keinen Zugang auf diese ganze persische Texte, die gerade geschrieben werden. Erstens, es ist ja das erste Mal überhaupt in der iranischen Geschichte, dass ein Protest, was ja von Kurdistan ausgegangen ist, sich in dem gesamten Land ausgebreitet. Das ist schon ein erster Fakt. Zweiter Fakt, dass diese Parolen, die da aufgerufen wurden, wurden wiederholt. Jetzt nicht alle, aber viele. Nicht nur Jinjian Azadi. Auch diese Parole mit, bis wann man mit dieser ganzen Kopftüte, wie lange diese Erniedrigung. So. Und auch die Form,
der Protest, der ist beeinflusst. Auch diese ganze Kopftücher von Frauen, die das ablegen, Männer, die daneben stehen und das mittragen quasi. Das wurde mitgenommen. Es wurde die Parole gerufen, Kurdistan ist das Auge und das Licht des Irans. Das ist das erste Mal, dass überhaupt so eine Parole gerufen wird. Genau, und das auch. Und was dann noch passiert ist, ist es, dass das ist das erste Mal, dass wenn eine Stadt, auch wenn es eine kleine Stadt ist oder eine arme Stadt ist, in Kurdistan von der Bevölkerung quasi erobert wird, von den anderen Iranern gefeiert wird. Also die hatten in dem Moment keine Angst, dass sie sich jetzt trennen, sondern die wussten, dass es darum geht, sich zu wehren. Und dass zum Beispiel diese Form von Streiks, also Streik war bisher für meisten, also jetzt Kurdistan hat ja eine lange Tradition mit Streiks und die sagen einmal, Parteien sagen einmal Streiks, und so alle Läden zu. Und wenn die zwei Läden aufräumen, dann kommt ja ein Foto in sozialen Medien, Leute, erinnert euch, die haben das Laden schon aufgehabt. Das war so, das ist ja die Tradition in Kurdistan. In anderen Städten ist es halt nicht der Fall gewesen. Und die Streiks werden halt von Arbeiterinnen, so ganz klassisch, so von denen organisiert, sehr oft Selbstdruck halten, wenn es um die Politik geht. Das ist auch meine Kritik daran. So, und dieses Mal gab es aber diese Aufrufe zum Streik in so einem Moment, bei landesweiten Protesten. Es wird auch mitgetragen sogar von so Kampagnen, wo man eigentlich überhaupt nicht denkt, dass sie das machen, mit Digicolor. So, es ist so eine Kampagne, was ja so Sachen liefert. Die haben jetzt aufgehört zu arbeiten, wirklich. So, und die äußern sich auch sehr süß in sozialen Medien. Wegen unserer Schwester, Mahsa Jina Amini, gehen wir. Jetzt werde ich nichts verkaufen und werde ich mich auch nicht bewegen. Ich werde vom Zuhause nicht. Eine von den Bekanntesten hat das gesagt. So. Und was dann noch sehr wichtig ist, ist es, dass diese Angriffe von Revolutionsgarden an Parteistationen, Zentralen der Kurdinnen im Irak, war ja eine Strategie, das Ganze in einer Bürgerkrieg zu leiten. Das erstmal, die Kurden haben sehr schlau reagiert. Sie haben sich an die Gesellschaft, an die iranische Bevölkerung gewendet und haben gesagt, unterstützt uns, sie wollen einen Krieg mit uns anfangen. Wir wollen das nicht. Wir wollen das mit euch machen. So. Und zweitens, das ist ja auch das erste Mal, dass wenn die Revolutionsgarden da angreifen, die andere Figuren, politische Figuren und auch teilweise Liberale und so weiter und so fort, die sich dazu äußern und sagen, ihr könnt mit dieser Masche diesmal nicht. Also bisher sieht es gut aus. Es ist nicht, man kann es nicht romantisieren. Also nicht vergessen, die Verteufelung der Kurdinnen, die Entmenschlichung der Frauen, die Verteufelung von Homosexuellen und so weiter und so fort hat eine Geschichte. Diese Gesellschaft ist sehr patriarchal, sehr nationalistisch. So, aber was ist eine Bewegung? Eine Bewegung ist nur dann eine Bewegung, wenn das anfängt, das nach vorne zu bringen. Und wir sehen das. Andere Kräfte machen das auch mit. Das muss auch anerkannt werden, dass wir auch diese Einflüsse von diesen Kräften da schon auf der Straße sehen. Auch wenn sie unsichtbar sind, als politische Kräfte. Ne? Aber man sieht schon, dass sich da Sachen geändert haben. Und ich glaube, man kann eigentlich nur hoffen, dass selbst wenn es dem Regime gelingt, diese Proteste niederzuschlagen, dass genau das, was da jetzt gerade passiert, was du beschrieben hast, bleibt, dass es nicht weg ist. Dass es auf jeden Fall im Kollektiv des Gedächtnisses der Iranerinnen bleibt, dass Nordiran aufgestanden ist. Das bleibt. Und dass da eben ein militärischer Ausnahmezustand herrscht, damit man die kontrolliert, die keine Ehren hatten. Waren in einer bürgerkriegerischen Situation. Die Männer dieser Region haben gezeigt, es ging nicht um Ehre, wenn die Frauen so sexuell frei waren. Es ging darum, dass es nicht gekümmert hat. So. Wenn es um die eigentliche Ehre geht, dann sind sie bereit zu kämpfen. Die haben gekämpft, 3 Tage lang. Gut.
Angesichts der Zeit, und ich fand, eigentlich habt ihr beide gerade schon gute Schlussworte gesagt, möchte ich euch aber trotzdem nochmal die Gelegenheit geben, abschließende Worte zu sagen und vielleicht wirklich nochmal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt eine Prognose wagen kann. Ich fand ja eigentlich viel wichtiger, dass wir es jetzt in der Diskussion geschafft haben, zu gucken, was an Prozesshaften auf den Straßen stattfindet, was hoffentlich bleiben wird, was in dem Gedächtnis, wie du gesagt hast, bleiben wird, was macht bei den Menschen, selbst wenn die Repression stärker werden wird. Genau, vielleicht wollt ihr trotzdem noch abschließend ein paar Worte sagen und so ein bisschen darauf blicken, wie ihr glaubt, was jetzt schon erreicht wurde, was auch nicht zurückgedreht werden kann, aber was trotzdem eine mögliche Perspektive in den nächsten Tagen oder Wochen sein kann. Also ich denke auf jeden Fall, dass dieses krasse Ohnmachtsgefühl in den letzten Tagen überwunden wurde. Also nicht, weil jetzt in den letzten 40 Jahren gar kein Widerstand gab, sondern ich denke, es ist wirklich so ein neuer Prozess gerade und hat die Menschen aus diesem Ohnmächtigkeitsgefühl so ein bisschen befreit, einfach weil das so ein krasses Ausmaß angenommen hat. Und ich denke, eigentlich der wichtigste Aspekt ist der feministische Charakter und die Tatsache, dass das eben so eine große Rolle spielt in den Protesten. Also ich glaube, dass genau das hat eben das Potenzial, dass es auch über die Region, über bestimmte Ortschaften hinausgeht und größere Dimensionen erreicht und schafft es die Bevölkerung auch über Klassenunterschiede und regionale Unterschiede hinweg zu organisieren. Also ich glaube wirklich, also ich sage das auch immer, so dieses Feministische ist wirklich das, was mir am meisten Hoffnung gibt. Natürlich verbunden mit antikapitalistischen Kämpfen, antirassistischen Kämpfen und so weiter. Aber ich glaube, feministische Kämpfe haben wirklich so diese krass mobilisierende Kraft. Und das ist das, was mir auch in dieser Situation Hoffnung gibt. Und genau, ich würde einfach mit Jinjian Azadi abschließen. Und das waren, glaube ich, meine letzten Worte. Seit 2009 gibt es ja eine Regelmäßigkeit, was die Proteste im Iran betrifft. Und ich bitte nur darum, wenn Leute wirklich interessiert sind, die Entwicklung dieser Proteste zu betrachten. Ein Teil meiner Arbeit war, vor allem seit 2016, habe ich gemerkt, dass wir ein Problem haben, und zwar, dass diese ganzen Prozesse, Entwicklungen überhaupt nicht übersetzt werden. Also niemand bekommt das hier mit. Entschuldige, dass ich genau so das formulieren muss. Die zweite Generation Iraner, die können nicht quasi lesen und schreiben, die kriegen einiges nicht mit, die haben auch keinen direkten Kontakt zu Menschen. Die haben also immer eine Analyse so vom Außen. Die sind eigentlich diejenigen, die eine Analyse vom Außen haben, ohne noch nicht mal sehr oft, nicht immer, sehr oft lesen zu können, was diese Leute schreiben und was da die ganze, was der Kontext ist, was da gerade politisch passiert. Die anderen, die das lesen können, schreiben dann nicht auf Deutsch. So, da ist eine Lücke. Das wird nicht quasi rübergebracht. Aber ich habe versucht, in den letzten Jahren so ein bisschen das zu machen. Alleine geht es ja auch nicht. Es gibt ja auch ein paar andere, die das machen. Es gibt auf jeden Fall sehr wenig was. Das wollte ich sagen, aber bitte versucht, auf Englisch gibt es mehr, versucht das zu verfolgen. Was seit 2009 bisher geschehen ist. Was ich sagen kann, ist, jedes Mal wurden die Proteste größer. Ab einem gewissen Punkt bei 2009 ging es nicht mehr um die Wahlen, sondern die Parole Nieder mit der Diktatur wurde einmal gerufen. Und seitdem, egal bei welchen Protesten auch immer, wenn es um unabhängige Protesten geht, klein oder groß, wurde die Parole gerufen. Das heißt, es ist ja eine der wichtigsten Forderungen, diese Menschen, die seit Jahren protestieren, und zwar nieder mit der Diktatur. Und zweitens, 2009 war es sehr Teheran-zentriert, sehr Mittelschicht-zentriert und so weiter und so fort, und auch natürlich reformistisch
innerhalb des Systems denken und so weiter und so fort. Und es hat auch jahrelang gedauert, bis es irgendwie angekommen ist bei vielen politischen Akteuren, dass die Gesellschaft selber das hinter sich gelassen hat, das mit diesen ganzen Reformen und so weiter und so fort. Und das ist wann passiert? Anfang 2018 passiert. Das sind die ersten Momente gewesen von, ja, es kann ja auch von kleinen Städten was losgehen, von ärmeren Menschen, ärmeren, und die soziale Frage kann sich politisch äußern. So, das ist ja damals passiert. Und dann 2019, eigentlich ein Jahr nur danach, war das so reich, dass es ja mehr als 200 Städte sich angeschlossen haben. Die Proteste waren so heftig, teilweise auch so kreativ auf der Straße organisiert, die Straßenbahnen, Autobahnen wurden gesperrt, Leute haben da Shisha geraucht und gefrühstückt und getanzt und so weiter und so fort. Natürlich musste der Staat angreifen, und damals haben sie diese krasse Sache gemacht mit der kompletten Abschaltung des Internets und dann Ermordung von über 1000 von Menschen, also 1500 jetzt ist die Zahl, und viele Verhaftungen und so weiter und so fort. Und dann diese Sache mit ukrainischen Flugzeugen, also dieser Abschuss. Und danach gab es ja erstmal vielleicht nach außen eine Ruhe. Es war nie ruhig. Seit den Protesten 2009 ist der Iran kein einziger Tag zur Ruhe gekommen. Und das kriegt niemand hier mit. Und irgendwann mal, wenn eine Person wie ich das die ganze Zeit sagt und merkt, dass da hier nichts auslöst, ihr könnt das ein bisschen bezeugen, dann hört man auf, das immer wieder zu sagen und wartet auf den Moment. Der Moment ist da und es wird noch radikaler. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal oder nächstes Mal oder nächsten Monat oder in 2 Jahren, weil eine Pandemie kann es auch verlangsamen. Wir wissen, dass es passiert ist tatsächlich. Auch andere Sachen in der Welt, andere Dynamiken. Ne? Das ist ja, wenn es wirklich eine Revolution ist, die andere Dynamiken beeinflussen das ja auch. Und deshalb ist es ja halt wichtig, dass erstmal überhaupt diese Entwicklung zu verfolgen, sehen, dass es jetzt so weit gekommen ist, und es wird sich erstmal nicht ändern. Es gibt kein Zurück erstmal. Diese Bilder wurden gesehen, diese Bilder wurden weltweit verteilt, diese Wahrheit ist etabliert worden. Die Iraner, ein großer Teil, eine Mehrheit der iranischen Bevölkerung ist unzufrieden und ist bereit, das Leben dafür aufzuopfern. Männer sind bereit, für Frauen das Leben aufzuopfern. So, das ist jetzt unsere Wahrheit. Und es wird schon zeigen, dass es sich auch besser oder schlechter artikulieren kann oder entwickeln kann. Ich bin nicht jemand, der Hellseher ist. Es kann sich auch natürlich zum Faschismus entwickeln. Um das zu vermeiden, müssen progressive Kräfte Gas geben. Aber wirklich Gas geben, weil sie haben diese ganzen Jahre hinterhergelaufen. Das ist mein Schlusspunkt, wirklich. Ja, danke dir, danke euch beiden. Lina, dir vor allen Dingen, weil ich weiß, wie gefragt und beschäftigt du gerade bist. Und das ist tatsächlich... Ich liebe Medico. Danke, Lina. Genau, aber es ist wirklich toll, dass wir das hier heute Abend machen konnten, diese Diskussionsrunde mit euch beiden. Ihr seid beide noch ein bisschen hier. Genau, das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr jetzt in der großen Runde nicht stellen wolltet oder es noch Diskussionsbedarf gibt, seid ihr beide sicherlich noch ansprechbar, ich auch. Und ja, vielen Dank auch an euch und Sie fürs Zuhören und Mitreden und Mitdiskutieren. Vielen Dank.